Wir machen heute das GTA 5 Schlaglöcher-Experiment gegen Stani. Aber was er nicht weiß, dass wir ihn komplett pranken werden, denn ich habe ein Mod-Menü installiert, Leute. Wir werden so lange cheaten, bis er ausrastet. Ich werde meine Autos schneller machen, mit einer Sprungfunktion und vieles mehr. Es geht um 1000 Euro, wir werden ihn komplett zum Ausrasten bringen. Deswegen bleib dran, lass dein Like und dein Abo da und let's go. Oh mein Gott! Was? Wow. Hä? Ich hab keinen Bock, wie viel Glück kann man haben, Mann? Ist das dein Ernst oder was? Wir unterbrechen das Programm für eine Eilmeldung. Wir bei den Paulberger News haben brandneue Infos zu deinem Lieblingsgetränk Paulberger. Der Start der neuen Geschmackssorte Zitrone war natürlich wie zu erwarten sehr erfolgreich. Und ihr Paulberger habt deutschlandweit die Läden gestürmt. Und dank euch können wir heute auch einen neuen Partner begrüßen im Paulberger Club. Und zwar gibt es Paulberger Limo nun an 61 weiteren Standorten in Deutschland. Und zwar ist Jormas ab sofort ein neuer Partner von Paulberger Limo. Jormas Filialen könnt ihr an 61 Standorten, an Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen deutschlandweit finden. Und somit haben wir den perfekten Partner, damit ihr auch immer unterwegs eure Paulberger Limo eisgekühlt genießen könnt. Alle unsere Paulberger Limo-Partner könnt ihr jetzt hier eingeblendet sehen und jetzt stürmt die Läden, Leute. Und in diesem Sinne, Paulberger auf die 1. So, okay, Stani, wir starten jetzt. Bist du bereit? Jo, Mann, Junge, aber du weißt schon, dass ich hier der Tuckelmeister bin. Ich sag dir, ich werde es ins Ziel schaffen, locker. Ja, okay, wir werden sehen, Stani. Ja, du weißt ja, wie das hier läuft. Sollen wir mit Einsatz machen, so sagen wir, 1000 Euro Einsatz, wer heute gewinnt? Ja, können wir gerne machen. Gerne. Sehr gut, das freut mich doch. Ja, also, ich würde es dir auch gönnen, dass du heute gewinnst. Aber bevor es losgeht, geh erstmal auf deinen Multiplikator, Vehicle Multiplier. Ah, okay. Wir machen mit 500, also Beschleunigung mal 5, okay? Ja, 500. Ja, okay, aber. Ja, ich hab auch 5 eingestellt. Okay, sehr gut. So, okay, perfekt. Ansonsten, du weißt ja, wie es läuft, ne, jedes Level. Und dann würde ich einfach sagen, Stani, wir starten jetzt hier mal mit Level 1. Aber wir lassen natürlich immer erstmal ein random Vehicle entscheiden. Ja, und deswegen, jeder spawnt sich ein Fahrzeug in 3, 2, 1 und let's go. Oh nein. Nein, ich hab wohl das Müllfahrzeug gespawnt. Das ist ja total schlecht. Bro. Das zählt das überhaupt, weil das ist ja kein Fahrzeug. Ja, also eigentlich zählt das schon, Stani. Ja, okay, ja, aber Bro, ey, weißt du was? Ey. Ich will heute, ich will nicht so sein, du darfst nochmal eins spawnen. Nee, Bro, nicht, dass mein heißt, wenn ich abziehe. Ich hab gehört, mir ja Vorteile gegeben. Ja, gut, alles okay. Gut, und das Ding ist, ich habe ja auch alles Nutzen an dem Fahrzeug, ne? Ey, nicht schießen, oder was hier? Hör auf zu schießen. Oh. Gut, ich fange jetzt einfach mal an. Wir gucken jetzt mal, wer weiterkommt. So, okay, Leute, ich muss mich jetzt mal hier, weil ich habe eine Jump-Funktion aktiviert. So, ich mache jetzt hier mal kurz Jump. Oh mein Gott. Also, wow. Stani, ich habe wirklich einen übelsten Lucky Jump gemacht. Ich bin bis 40 Meter weit geflogen. Zeig mal, wie weit du kommst. Du bist so cool, Mann. Zeig mal, wie weit du kommst, Bro. Ja, ich werde nicht so weit kommen mit der Müllkarre. Was soll ich da sagen dir? Ja. Guck mal, aber das ist auch... Das ist Glück. Das ist Glück. Nachher kommt das Können an. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, du bist nur bis 25 gekommen. Oh. Warte, ich bin da drauf. Gut. Okay, Stani. Ja, war jetzt nicht so stark gewesen. Aber du hast ja selbst gesagt, es war ja Glückssache. Ich hatte halt einfach einen guten Jump gemacht. Ne? Das kann ja jedem mal passieren. So, okay, dann kommen wir zum ersten Level. Wir haben hier einmal einen Bentley Bentayga oder so einen krass getunten BMW X5. Leute, ich nehme natürlich hier den BMW X5, ist ja klar. Warte, bis ich zur Auswahl komme. Dann wirst du keinen Okay, okay, Stani. Weißt du was? Fahr du doch diesmal einfach mal vor, ja? Fahr du mal vor, dann gucken wir mal dir zu, wie das so läuft bei dir, wie gut du bist. Ja, genau, so läuft. Wir sind jetzt hier mal Stanis Sicht. Ich bin mal gespannt, wie weit du kommst. Oh mein Gott, der kommt gut, der kommt richtig. Oh Gott, guck mal, wie der wegfedert. Oh, der Bentley. Oh mein Gott! Guter Jump! Oh mein Gott! Der rollt noch 40 Meter. Nein, das zählt, egal, okay, dann mach bis 40. Rollen zählt, das zählt immer. Okay, Rollen, gut, dann machen wir Rollen zählt. Rollen zählt, weil, guck mal, du musst erst mal so perfekt auch kommen, weißt du? Ja, gut, also ich sag ehrlich, 40 Meter war schon stark, mal gucken, ob ich das schaffe. Gut, okay, Leute, wir werden jetzt natürlich immer wieder Gas geben, so. Es läuft auch sehr gut, Nein. Loser. Oh nein, ich habe mich falsch entschieden, Leute. Okay. Hier hast du dich falsch entschieden. Ja, gut, dann steht's 1-1. Wir gehen wieder zurück, Leute. Das habe ich doch direkt rausgeguckt, Junge. Ja, gut, Stani, 1-1. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, ne? Ja.
Okay. Das war sehr easy. Ja, ich sag trotzdem, ich werde dich heute easy platt machen. Jetzt erstmal Random Vehicle. Jetzt erstmal Random Vehicle. Jeder spawnt eins für den Gegner, okay? Oh, danke schon mal dafür. Das ist schon mal sehr gut. Okay, warte. Ist das nicht ein GTA-Auto? Das ist ein GTA-Auto. Ja, aber Bro, das ist aber ein SUV. Das ist gar nicht mal so schlecht, ja? Okay, warte mal. Dann werde ich dir jetzt auch mal dein random Fahrzeug spawnen. Und oh, warte, spawnt nicht. Und warte, nochmal Random Vehicle. Oh, Junge, du hast Roman, das ist doch kein Auto. Ja, Bro, was soll ich sagen? Damit kannst du aber fahren. Du hast nur ein Fahrrad. Oh, ey. Leute, wir haben uns hier mal gemutet. Jetzt muss er mit seinem Fahrrad mal gucken, wie weit er da kommt. Das ja, Stani, so, weißt du was? Wir können ja mal gleichzeitig fahren. Du kannst ja auch schon mal losradeln. Auf deinem kleinen Fahrrad da. So, wir flitzen los mit unserem Range Rover. Ist natürlich nur ein normales GTA-Auto. Wow. Aber... Wow, geil. Oh, bist du schon runtergefallen oder was? Cool, Mann. Ey, gut, dass wir echt losgefahren sind. So, das war ja... Perfekt. Also, Stani, ich muss leider sagen, das ist hier 2-1 für mich und ich darf mich jetzt hier wieder entscheiden. Also, tut mir leid, aber... Ja, du wirst dich wieder falsch entscheiden, weil du keine Ahnung von dieses GTA Mal werde ich mich krass entscheiden, Bro. Wobei, warte mal, das ist ein spannendes Battle. Das eine Auto ist höher, das andere ist länger. Und ich weiß, wer besser ist. Ich glaube, ich werde den höheren nehmen. So, zack, okay. Also, Stani, ich glaube, du hast dich diesmal falsch entschieden. Aber fahr doch gerne mal vor. Fang du mal an, so, ja? Fahr mal vor, Bro. Okay, wir lassen ihn jetzt mal vorfahren, Leute. Mal gucken, weit er kommt. Aber diesmal werde ich safe wieder so übertreiben, Leute. Jump, jump. Oh, ja? Bist du da vorne schon... Ist der kleine Stani da vorne schon runtergeflogen? War jetzt nicht schlecht gewesen. Wie weit bist du gekommen? Guck mal, hier stehe ich. Ich glaube persönlich, okay, dass ich nicht weiterkomme. Also ich komme jetzt auch mal hier angefahren. Ich glaube... Oh! Wow! Nein. Wow, Lucky Jump! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro. Das war überheftig. Alter, ey, das war krass. Stani, ich hab doch gesagt, Alter, du hast dich falsch entschieden. Die Federung hat mich gerade so wegkatapultiert. Ja, also das war heftiger Lucky Jump, sag ich dir ehrlich. Das war wirklich ich hatte wirklich gerade Glück gehabt, aber das ist 3-1, Bro. Das war so heftig, ne? Aber okay. Aber egal. Leute, er glaubt uns doch. Das ist gut, das ist sehr gut. Leute, Bro, willst du dich schon mal von deinen 1000 Euro verabschieden oder wie sieht's aus bei dir? Bro, irgendwann wird deine Glückssträhne enden. Und dann wir spawnen haben, jetzt mal jeder zwei Fahrzeuge für sich selbst. Oh, oh, das ist doch auch... Oh, okay. Oh mein Gott, Gott, Auto. Ja, auch nicht schlecht, Stani. Man darf sich zwei spawnen. Nee, warte, jetzt bin ich aus Versehen dein Ey, wo ist mein Auto? Ah, ja, okay. Ja, alles gut. So, nicht, dass du hier noch cheaten und sabotieren willst, Stani. Bro, ich heiße ja nicht King... Der Cheater Crime. Bro, ich cheate doch nicht, Junge. Ich werde mein Geld hier ehrlich verdienen. So, komm, wir fahren mal wieder zusammen. Also du denkst auch schon, oh Gott, ich hab... Also wenn du jetzt... Also guck mal. Du denkst, du kommst mit deinem Schimmel-TT da weiter, hä? Ja, ja. Komm, dann fahren wir mal zusammen. Fahren wir mal zusammen, Bro. Guck mal, wie langsam du bist. Ja, aber Bro, der Panzer, der wird in der Endgeschwindigkeit noch schneller. Oh, Oh, mein Gott, guter Jump. Oh. Bro, Nein, wir sind gleich weit gekommen. Bro, unentschieden. Okay, die Runde unentschieden. Ey, aber Bro, warum war das Auto so langsam gewesen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nichts damit zu tun, Bro, ich weiß nicht. Aber du warst ja kaum schneller als mein Panzer irgendwie. So, ich denke mal, ist klar. Ja, er nimmt das OP-Auto, okay. Leute, das Ding ist, ich konnte gerade mit dem Panzer nicht so schnell machen, weil dann wäre das aufgefallen. Deswegen habe ich extra ein bisschen langsamer gemacht. Okay, also jetzt... Oh nein, du hast ein OP-Auto bekommen? Ja. Hey, mein komisches Auto steigt der hier nicht mal ein. Was ist denn das hier für eine Müllkiste? Ey, guck mal, was ist denn eigentlich, wenn ich bis zum Ende komme, Max? Oh, ja, wenn man bis zum Ende kommt, dann kriegt man halt wahrscheinlich den Punkt für drei die Runde. Drei Punkte, würde ich sagen. Drei Punkte, oder? Wenn man bis zum Ende kommt, 3 Punkte. 100%. Ja, gut, okay. Weißt du was, dann fang doch mal an, wenn du so sicher bist. Fahr doch gerne mal vor, Junge. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott! Was? Oh, guck! Ja. Alter! Bro, warte, ab hier war ich. Bis hier war ich. Oh mein Gott, okay, wie viel Meter? Ey, was steht das da? Das ist 40, hinter 40, das ist fast das der Rekord, das war Rekord. Leute, guck mal, jetzt komme ich hier mit meinem... Oh mein Gott, das ist ein getunter Mazda! Ey, du hast dich falsch entschieden, Bro. Das... Ja!
Nein, oh mein Gott. Ich hab mich falsch entschieden. Ja, gut, gut, okay, ja. Ich hab mich falsch entschieden. Ja, Bro, entspann dich. Es steht immer noch 3, es steht immer noch 3-2, du kleiner Quatscher, ey, komm. Ja, aber dafür, dass du so große Klappe hattest. Jetzt spawnt jeder einfach ein Fahrzeug für sich selbst. Du darfst mal anfangen, spawn mal eins für dich. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist wirklich ein krasses Auto, Leute. Rolls-Royce 6x6. Ey, Leute, ich hoffe jetzt, ich krieg auch ein krasses Fahrzeug. Okay, warte mal, wir machen jetzt random Vehicle und wir spawnen in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Hä? Das ist übel krass, hä? Ja, aber Bro, ich hab ein 6x6. Guck mal, ich mach jetzt meine kleinen Taktiken, Bro. Wie? Was für Taktiken? Bro, also wir können ja gern mal nebeneinander fahren. Okay, Stadi fährt vor. Ich fahr aber hinterher. Ja, ey, Leute, wir haben uns einfach gerade einen Monster-Truck gespawnt. Zu krass. Ich komm bis zum Ende! Oh! Lucky Jump! Lucky Jump, Bro! Ja, du bist hinter mir! Oh! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Bro. Krass. Das ist krass. Okay, Leute, es steht 3-3. Das ist der Ausgleich. Okay, ja, gut. Dann, warte mal. Du hast gewonnen, das heißt, du darfst dich entscheiden. Okay, du nimmst dir diesen übelst krass gefederten. Dann nehme ich hier den Tesla Cybertruck, Bro. Ich will jetzt auch ein paar krasse Lucky Jumps machen. Okay. Wir werden schon sehen. Wir werden sehen, Bro, wer hier krasse Lucky Jumps macht. Dann wieder gleichzeitig fahren, ja, lass mal gleichzeitig nochmal. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Machen wir nochmal gleichzeitig. Baby, Max. Jetzt habe ich dich aber ganz schön fertig gemacht, die letzten Runden. Ja, obwohl, weißt du was, fahr du mal vor. Starte schon mal. Starte mal, Stani. Okay, Leute, Stani fährt jetzt vor. Ich wollte jetzt nicht zu übertreiben, aber es wird langsam Zeit, dass wir ein bisschen aufdrehen. Ich werde jetzt mal den Multiplikator erhöhen. Ja, und wie läuft's bei dir so? Bro, oh mein Gott! Was? Okay, nein. Das war's. Wie weit bist du gekommen? Neuer Rekord. Ich will jetzt nicht sagen, neuer Rekord. Okay, Bro. Also, komm. Wenn du weiterkommst, sag ich dir, ich fresse dich 3 Besen. Alles, ja, warte mal. Nee, das ist ein Tesla Cybertruck, Bro. Das ist ein Cybertruck. Man darf einen Cybertruck nicht unterschätzen. Wow! Lucky Jump! Wow! Ey, ich schwör auf alles, das hat gerade so ausgesehen, als würdest du fliegen, Bro. Wie? Hä? Ich bin einfach nur voll durch die Luft gewirbelt worden, weil ich so einen krassen Lucky Jump gemacht habe. Bro, was ist das für ein Bug-Auto? Wie Bug-Auto? Hast du nicht gesehen, wie krass ich da weggefedert wurde? Ey, das sah so aus, als würdest du so einen Boost in Luft kriegen oder so. Ich sag ehrlich, Also weiß nicht, Bro. Vielleicht sah das bei dir auch irgendwie komisch aus, weil das GTA, du weißt und so. Also das Auto ist verbuggt gewesen. Das hab ich ja noch nie gesehen, sowas. Okay, komisch. Aber Bro, ist jetzt der Punkt für mich. Also 4-3, ne? Kann man jetzt halt nichts machen. Ja. Ist halt jetzt mal so. Jetzt als nächstes spawnt jeder 3 Fahrzeuge. Man darf sich eins aussuchen. So, ja, 1, 2, 3. Oh, die sind... Ich glaube, ich muss hier den... Okay. Ich glaub nicht, dass ein Formel-1-Wagen so gut ist, aber gut. Willst du nicht noch deine weiteren Autos spawnen? Ja, ich muss nur gucken. Oh! Nein! Okay, ich glaube, das ist ein Saver. Das ist, glaube ich, ein Saver-Punkt für Stani. Das ist ein Saver-Punkt für Stani, Leute. Das okay, war's. Lass einfach zusammen. Lass einfach zusammenfahren, Bro. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Aber meiner Power, der ist langsam. Oh. Du musst Geschwindigkeit aufbauen. Okay, Bro, ich baue uns jetzt schon. Ich bin zwar schnell, aber... Oh, du wirst safe. Stani wird safe weiterkommen. Er wird safe weiterkommen. Ich weiß nicht, Bro. Außer du fällst jetzt hier in eine Lücke rein. Bro, weil der ist echt langsam, ne? Ja. Der ist echt langsam. Oh. Der ist echt langsam. Oh. Nein. Ja, easy. Ey, ich hätte lieber Formel 1 auszunehmen. So, ich glaube, damit Das kann sein. Ey, Bro, Stani, es steht jetzt schon 5-3, Alter. Ja, ist doch noch alles drin. Ey, ich wusste gar nicht, dass... Drinne, Bro. Leute, wir werden ihn jetzt mal ein bisschen provozieren. Ich weiß gar nicht, dass du so schlecht in GTA bist. Also ich will jetzt nicht pushen oder so, aber... Ja. Guck mal, wie viele Autos noch sind. Ja, gut, also ich sag mal so, Stani. Du führst einen Punkt, also fühl dich jetzt mal nicht so krass. 2? Hä? 5-3 steht's. 5-3? Also. Ja, es steht 5-3 und es geht... Also ja, aber guck mal, sind das ja auch für Paare. Bro, du kannst mir auch gerne jetzt schon mal die 1000 Euro schicken, ja? Also ich... Nein, ja, gut, aber, okay. Oh, das Auto ist gar nicht so schlecht. Komm, wir fahren wieder zusammen. Gott. Komm, wir fahren mal zusammen, Bro. Ja, los. Ja, komm, let's go. Okay, Leute, ich werde jetzt Vollgas geben. Oh mein Gott, meiner ist voll schnell. Ja, meiner ist voll schnell. Ja. Nein, ich bin aber hängen geblieben. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ah, gleich. Ich will weiter. Doch. Bro, das ist gleich weiter, dann. Bro. Wir sind an der gleichen Lücke hängen geblieben. Nein, ich kann aber das nächste Auto aussuchen.
Ja, okay, ah, nee, du darfst. Stimmt, es war kein Random Vehicle. Also steht aber immer noch 5:3, ja, unentschieden. Komm, dann machen wir mal weiter, Stani. Random Vehicle, und zwar jeder spawnt jetzt nochmal eins für den Gegner. Du darfst mal anfangen, okay. Stani. Oh, Junge, du hast. Nee, das kann gar nicht wahr sein. Ey, das ist, du kriegst schon wieder aber ein gepanzerter Weg. Ja, das ist schon mal, nicht schlecht. Okay, warte mal. Ich muss mal ein geiles Auto von ja, mir fahren. Ja, ich hoffe, ich gönn dir, Bro, ich gönn dir, warte mal. Random Vehicle und. Oh. Ja, war leider nicht so strong jetzt mal wieder, Bro. Aber deins ist auch nicht so stark. Ja, meins auch nicht so stark. Meins auch nicht so stark. Komm, wir fahren zusammen. Wir fahren mal zusammen. Ich will aber. Ey, Bro, stopp. Wie? Bro, lass mich mal kurz mit dem Auto fahren. Lass mich mal kurz. Warum? Bro. Hä? Was ist los? Digga, du hast mehr Multiplayer drin. Hä, nein, hab ich nicht. Ey, hundertprozentig, Junge, weißt du, wie schnell du gerade losgefahren bist? Hä, Bro, ich bin normal losgefahren. Ey, Max, wenn du jetzt. Mach keine Faxe, sag ich hier. Ey, das muss ein Bug gewesen sein, Stani. Das muss ein Bug gewesen sein. Bug. Ja, ja, Bro, du denkst auch, ich bin doof, ne? Hä? Du denkst auch, ich bin doof. Bro, ich bin ganz normal losgefahren. Ja, jetzt fährst du ganz normal los. Ich hab's gesehen, Alter. Ey, hör jetzt auf hier rum. Noch so ein Ding. Bro, bei mir die ganze Map buggt. Ja, Max raus. Das cheatet, ey. Also, Bro, sorry, aber ich weiß nicht, ob du hier irgendwie am Cheaten bist oder so, aber... Guck mal, ich geb jetzt Gummi hier. Ja, komm, gib mal Gummi. Oh, Leute, wir müssen aufpassen. Der hat das gerade fast gesehen, dass wir so schnell losbeschleunigt sind. Wir machen jetzt erstmal noch mal ruhig, Leute. Erstmal langsam. Guck mal, wie wir ihn gerade einholen. Oh, nein. Oh. Ja! Aha! Nein, Stani ist weiter. Einmal mein Gegner wischt direkt. Nein, Stani ist weiter. Okay, es steht 5:4. Naja, alles gut. Wie? Hä, warum lachst du so? Bro, 5-5 steht. Kannst du mal 5-5 rechnen, ne? Ja, weiß ich nicht, Bro. Vielleicht dieses Schrottauto ist ganz gut. Vielleicht dieses Schrottauto ganz gut. Ja, Max. Okay. So, warte mal. Zack, hier. Dynamic. Ich komme auch mal wieder an die Linie vor. Ja, Bro, ich nehme mal hier hinten anlaufen. Ja, kannst du ja machen. So, oh, warte mal ganz kurz. Mein Wagen, der dreht hier irgendwie ganz komisch durch. Eine Sekunde. Leute, jetzt als nächstes werde ich hier mal so einen Prank machen, dass ich ihm so ein Hindernis jetzt hier in den Weg stelle, dass er da direkt runterfällt. So, warte mal. Wir gucken jetzt hier mal. Object Search. Wir müssen da irgendwas kurz mal spawnen, Leute. Picture. Wir machen mal so ein Bild hier hin, dass dann auf einmal ihm random so im Weg ist, was ihn stoppt. Bro, Stani, starte du doch gerne mal. Ja, Bro, fahr doch mal kurz mit deinem Auto einmal vor, ich will mal kurz was sehen. Hä, wie, was willst du sehen? Ja, fahr doch mal kurz, ich will mal sehen, wie du mit deinem Auto fährst. Hä? So, jetzt lass mich mal kurz rein, jetzt lass mich mal kurz reinsetzen. Hä, was willst du von mir? Ich will nur mal kurz was sehen. Bro, was hast du denn? Ja, setz dich rein. Ja. Kein Problem. Ja, Bro, ich muss gucken, wie schnell das Auto fährst, dass du hier nicht Multiplayer einstellst oder so. Okay, also weiß ich jetzt nicht hier. Okay. Gut. Also, Stani, weißt du was? Du darfst jetzt hier mal gerne wieder anfangen. Ich weiß ja jetzt, wie schnell das Auto fährt. Also, wenn es jetzt schneller fahren sollte, wie ich denke, dann... Nein, ich werde nicht schneller fahren. Alles gut, entspann dich mal. Oh, okay, startet. Ja, okay, ich komm gut. Ich komm richtig gut. Ich komm sehr gut. Nein. Nein! Ja, ist okay. Oh mein Gott, ist er weit gekommen. Oh mein Gott. Oh Leute, warte, wir müssen hier schnell die Bilder weglöschen. Nicht, dass er das sieht. Irgendwie haben diese Bilder ihn nicht gestoppt, Leute. Das ist gar nicht gut. So, okay, Stani, ja. Ja, jetzt komm mit deinem Schrottmobil. Ja, ich komm ja jetzt, ja. Okay, oh Gott, Leute, nein, er wird mich jetzt hier voll beobachten. Wir müssen jetzt hier wirklich aufpassen, dass wir nicht zu schnell sein, dass wir jetzt hier nicht zu auffällig uns verhalten. Ich hoffe natürlich, dass wir einen Lucky Jumper machen können. Okay, also steht ja 5:4, oder? Ja. Also ich bin ja noch vorne. So, ich fahr jetzt hier mal los. Ah, guck mal, jetzt auf einmal fährt das Auto nicht mehr so schnell. Hä? Bro, ich hab ja nie gesagt, dass das schnell fährt. Ich werd safe weiterkommen. Ja! Oh mein Gott! Nein. Guck mal, ich zeig dir, wo ich war. Ich war hier. Okay. Stani ist weiter. Ja. Das heißt, es steht 5:5, Leute. Ey, ich sag dir, ich dachte zuerst, du cheatest, aber du spielst anscheinend doch fair. Ich spiel immer fair, ist doch klar. Das ist gut, dass du das zurückgibst. Ich hab dich falsch verdächtigt. Ist fair, dass du es wieder zugibst. Okay, Bro, dann machen wir als nächstes jeder Spawn 2 Fahrzeuge und darf eins dem Gegner geben, okay? Ja! Okay, so. Oh mein Gott! Bro, okay, das ist ein ziemlich gutes... Ja, eins darfst du mir geben. Okay, du wirst mir wahrscheinlich das andere geben. Bro, okay, dann ich sag dir eins. Ehrlich, Bro, ich sag dir ehrlich, jetzt ein gutes Auto kommt. Und 2. Ich geb dir den Panzer, Bro. Ich geb dir den Panzer. Ja, Bro, die Müllkarre gebe ich dir. Ja, okay, ist kein Problem für mich. Du hättest nämlich jetzt die Chance, durchfahren zu können, aber wenn du mir ist Müll kein Problem für mich, Stani. Komm, wir fahren mal wieder schön. Oh, weißt du was? Ich fahr schon mal vor, ja? Ich fahr hier schon mal schön vor mit der Kiste. Guck mal hier. So, es steht ja 5:5. So, zack. Und, oh mein Gott! Ja, wow! Ja, okay, gut, ist jetzt, okay. Bro, 40 Meter.
40 Meter, Bro. Ehrlich, Max, du brauchst dich jetzt auch nicht so fühlen. Oh Gott, ey, der ist voll schnell, der Panzer. Was? Okay, aber du wirst, ey, Stani wird doch safe hier in irgendeine Lücke fallen. Nee. Doch safe hier in irgendeine Lücke reinfallen. Ja, und da ist er auch weg, Junge. Sehr gut. Ja. Junge, perfekt. So weit bist du gejumpt mit dem Auto? 6 zu 5. Normales Junge, ja. Das ist normales GTA-Auto. Du hast einen Rekord gemacht. Der war echt schnell, der Wagen. Also muss man echt sagen. Leute, ich lasse ihn jetzt noch so ein bisschen rankommen, damit er uns nicht zu sehr verdächtigt. Und am Ende werden wir komplett übertreiben mit den Cheats. Also bleibt dran, er wird dann richtig ausrasten, Leute. So, okay, dann, was dürfen wir jetzt hier entscheiden? Oh, was nehme ich denn? Ich nehme auf jeden Fall den größeren, längeren hier. So, zack. Ja, der wird auf jeden Fall weiterkommen hier. Also, Stani, 6 zu 5. Aber es ist ja noch alles offen, ne? Also, 1000 Euro kannst du an sich noch gewinnen. So, Bleib mal ganz locker. Ja, ich bleib mal locker. Sollen wir mal wieder zusammenfahren, Stani? Also, ich sag dir, das Auto wird dich locker besiegen. Was? Mit Ansage. Niemals. Komm, wir fahren zusammen. 3, 2, 1, go. Oh. Aha. Oh, ich glaube, ich bin aber besser im Topspeed. Nein! Let's go! Nein, okay. Ich hab's dir gesagt, Bro. Ja, gut, okay, der Punkt geht wieder an dich, ja. Also dann 6 zu 6. Ist, also, Leute, es ist echt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, Leute. Es ist echt spannend, wer das hier gewinnen wird. Okay, dann machen wir wieder Random Vehicles. Ich brauch einmal nur Glück bei Random Vehicles, an welche in Führung gehen. So, ja, komm. Okay, komm, wir machen jetzt einfach nochmal, was machen wir denn so schön? Jeder spawnt für sich jetzt ein Random Vehicle. Das ist doch eine gute Idee. Fang du mal an. Oh, Gottes Willen. Oh, ja, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, warte. Random Vehicle in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, OP-Truck! Ey, Bro! Ich hab keinen Bock mehr. Wie viel Glück kann man haben, Mann? Ey, Bro, ich verliere, weil du nur Glück hast, Alter. Ey, Bro, ich kann auch nichts dafür. Es kommt auf einmal hier OP-Truck. Ey, also... Ey, ohne Spaß, Mann. Das kann doch nicht sein. Jedes random Vehicle kriegst du ein Gott-Auto. Ey, Bro, und was soll ich denn machen? Ja, und da sagst du, das hat was mit Können zu tun. Oh mein Gott, Bro. Guck mal, wie krass der OP-Truck ist. Der ist auch richtig schnell. Ja, Bro, der kommt mein Gott. Safe. Ja, oh mein Gott. Ja, Bro, okay. Oh mein Gott, Rekord. Ja, Rekord, Bro. Oh! Oh mein Gott, wie weit der fliegt. Bro, ja, okay. Okay, fliegt doch direkt Heilige. Durch. Fast 60 Meter. Fast 60 Meter, Stani. Ey, sorry, aber darauf... New Record, fast bis zum Ende. Das hat mir nicht mehr nichts mit Können zu tun, dieses Random Vehicle, Mann. Ja, und jetzt ist... Und jetzt nimmst du wahrscheinlich nochmal den OP-Truck, ne? Weißt du was, Stani? Ich will nicht so sein. Komm, ich lass dir den OP-Truck. Let's go. Ich lass dir den OP-Truck. Ja, weil sonst wäre es auch echt unfair gewesen. So, ja, wie viel steht 7 zu 6, oder? Komm mal, ist doch noch alles offen, Stani. Du kannst doch immer noch. Du kannst doch immer noch gewinnen. Jetzt machst du wahrscheinlich 7-7. So ist doch alles entspannt. Tschüss, Mann. Ciao, so, fahr du mal vor. Jetzt wirst du mal die Power vom OP-Truck sehen. Ja, Leute, aber jetzt werde ich immer pranken, weil jetzt werde ich mit dem hier komplett übertreiben, Leute, dass er denkt, ey, warum, er hat das Beste. Und? Oh! Und? 50 Meter, Bro. Okay. Das können wir eigentlich direkt skippen auch, ne? Warte. Oh mein Gott, der ist echt schnell. Ich glaube, du hast dich falsch entschieden. Was? Oh mein Gott. Ja, okay, Bro. Oh mein Gott. Er macht so einen Lucky Jump. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich. Das ist der größte Lucky Jump, den ich in meiner gesamten Karriere gesehen habe, Bro. Ich sag dir ehrlich, du hast dich leider falsch entschieden gerade. Hättest doch besser mich entscheiden lassen sollen. Das war voll das OP-Auto. Ja, der hat so einen Lucky Jump gemacht. Also, Junge, checkst du das überhaupt noch? Hä, wie? Lucky Jump, Bro, es sagt der Name. Lucky Jump! Ja, ich kann ja nichts dafür. Junge, das ist Glück, ob man so einen Jump macht oder nicht. Ja, aber Bro, guck mal, es ist jetzt 6. Okay, du willst mir jetzt sagen. Okay, stopp! Du willst mir jetzt sagen, dein Jump war Können. Nein, sag ich doch gar nicht. Ich sag's zwar Glück. Aber es steht 6 zu 8, du kannst immer noch aufholen. Aber es sieht gerade so aus, als würdest du mir 1000 Euro schulden, Stani. Ja, gut, komm, dann machen wir jetzt einfach nochmal jeder ein Fahrzeug für sich selbst bauen auf Lock, komm. Oh, Stani. Es sieht leider schlecht aus. Es sieht leider schlecht aus für dich, es tut mir leid. Komm, wir fahren zusammen. Was sagst du, Max? Was ist los? Ey, Bro! Bro, was ist los? Alter, du hast hier gerade einfach ein neues Auto gespawnt. Nein, ich hatte gerade Lags, Bro. Ich hatte Bro, du bist ein Cheater. Bro, ich hatte gerade ein Lag gehabt. Tschüss, ja, Marc. Gut, alles gut, dann fahr. Komm, ich hatte gerade Lag gehabt und deswegen... Wir fahren zusammen, ich fahre mit hinterher. Random
Vehicle gekommen, bin ich noch mal aus Versehen und... Oh, ja, und... Guter Jump, guter Jump! Oh! Oh! Nein, nein, nein! Oh, Gleichstand, Gleichstand, Gleichstand. Unentschieden. Oha, okay, aber das war... Okay, darf ich das nächste Auto aussuchen? Das war knapp. Ja, du darfst das nächste Auto aussuchen, weil du bist ja der Verlierer hier. Bro! Immer noch sechs, du kannst noch aufholen, Bro. Immer noch sechs. Police-Lambo ist das doch. Oh, der Police-Lambo. Ich muss leider sagen, Stani, wieder falsch entschieden. Leider wieder mal falsch entschieden. Bro, das ist... Okay. Du hast dich leider mal wieder falsch entschieden. Ich kenne den Bugatti, was laberst du? Ich kenne den. Ja, okay. Komm, wir fahren zusammen. Also ich sag, deiner wird nicht mal ansatzweise Chance haben. Ja, wir fahren zusammen, Bro. Wir werden sehen. Komm, neben mir. Also wie viel steht 6-8, ne? Also wenn deiner, ich sag dir jetzt ehrlich, wenn deiner jetzt auf gerader Strecke schneller fährt als meiner, dann hackst du. Okay, alles gut, alles gut. Gut, komm, dann 3, 2, 1 und los. Aha. Oh mein Gott, okay, du bist echt schnell. Deiner ist echt schnell. Aber vielleicht kann ich ja wieder zufälligerweise einen Lucky Jumper machen. Oh nein, okay, ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab krassen Lucky Jump gemacht. Ich bin raus, okay. Ja, Stani hier weit gekommen. Ja, ist gut, ist gut. Ich hab mich ja wieder falsch geschrieben, ne? Ja, gut. Vielleicht hattest du doch diesmal recht gehabt, Stani, ja? So, also steht jetzt 7-8. Wenn du jetzt das Random Vehicle und dann das letzte Ding noch gewinnst, dann kannst du sogar noch die 1000 Euro gewinnen. Okay, Bro, ich sag ehrlich, warte, stopp. Ich will jetzt eine Regel machen. Ja, okay. Und zwar... Du hattest so krasse Autos, ich will jetzt wie ich tauschen das Random Vehicle. Also das, was kommt, tauschen wir. Ja. Ich spawn zuerst. Okay, ja gut. Okay, und. Du kriegst schon mal. Ja, okay, ja. Wenn du unbedingt tauschen wolltest, Bro, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut war. Okay. Ja, aber Leute, ich habe jetzt noch eine Taktik. Und zwar, ich lasse jetzt Stani mit Absicht nochmal gewinnen, dass es Gleichstand ist, dass er die Hoffnung hat zu gewinnen. Und dann werde ich ihm komplett gleich die Ehre nehmen. Das ist so, mit Motorrädern kann man gute Jumps machen. Ja, okay. Vielleicht ist ja doch gar nicht so schlecht. Komm, wir fahren zusammen. Wir fahren. Oh, okay. Bro, du weißt, ich könnte damit so einen krassen Lucky Jumper machen. Ja, es kann sein, dass du einen krassen Lucky Jumper machst. Okay, Leute, ich werde jetzt mit Absicht verlieren. Oh, warte mal, nein, ich darf nicht weiterkommen als er. Oh! Nein, Bro, was? Du bist ja noch voll nach vorne gerollt. Nein! Ey, unentschieden jetzt gerade, ne? Ey, es steht 8-8 und du darfst dich entscheiden, Bro. Nein, ey, wenn du dich jetzt richtig entscheidest, bekommst du 1000 Euro. Bro, du hast so verloren. Okay, ciao, Max. Ja, okay, alles gut, Stein. Alles gut. Ciao. Ich glaube, du hast dich falsch entschieden, Stein. Ich glaube, du hast falsch entschieden. PayPal überwiesen, ne? Nein. Weißt du was? Komm, wir machen nochmal getrennt voneinander. Fahr du mal gerne vor. Fahr du gerne einmal vor, Bro, und dann fahre ich nach, ja? Tschüss, Max. Ja, dann fahr du schon mal vor, sehr gut. Bro, du weißt nicht, was der für Federung hat, ne? Ja, okay. Also ein bisschen langsam ist er, ein bisschen langsam. Komm. So, Leute, wir haben jetzt hier nochmal komplett übertrieben. Wir müssen gewinnen. Oh, das war ja, glaube ich, nicht so gut. Nein. Ich glaube, meiner könnte nämlich schneller sein. Außer du machst den Lucky Jump. Okay. Ich sag ehrlich, ich glaube, deiner ist vielleicht schneller, aber deiner ist gut. Okay, oh mein Gott, der ist schnell, Bro, der ist schnell. Nein. Oh! Ja! Ja! Oh! Oh mein Gott, unentschieden! Oh mein Gott! Unentschieden! Nein! Bro. Oh! Oh mein Gott! Digga! LOL! Ja. Ich bin gerade noch so drüber geflogen! Nein, Bro. Naja, unentschieden, sei ehrlich. Wie unentschieden? Bro, unentschieden. Hey, ich bin weiter geflogen als du. Okay, Random Vehicle entscheidet jetzt. Okay, ehrlich, Random Vehicle entscheidet. Komm, random Vehicle, vor. Jeder spawnt ein Random Vehicle und entscheidet. Okay. Weil das war, Bro, das war irgendein Bug bei dir gewesen. Hä, wie, was für ein Bug? Okay, vorbei, Bro. Wow, okay, vorbei, er hat einen krassen Tesla. Vorbei. Okay, Bro, ich werde jetzt hier auch Random Vehicle spawnen. Ey, so und 3, 2, 1 und Random Vehicle. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Stani! Hey, ist das dein Ernst oder was? Willst du mir erzählen, wir haben über 1000 Autos hier drin und du spawnst zweimal den OP-Truck? Ey, Bro, ich kann doch auch nichts dafür. Okay. Ja, okay. Ich kann doch auch nichts dafür. Ja, das kann ja mal passieren. Komm, wir fahren jetzt hier. Ja, jetzt. Fahr du noch mal vor. Tesla, du wirst doch sehen, mein Tesla. Komm, fahr du mal vor, Bro. Ich sag's so, du kannst die 1000 Euro Überweisung schon mal ready machen. Guck mal, wie schnell der ist. Okay. Der ist schon echt schnell, muss ich sagen. Ja. Das war's. Okay, Bro. Ich fahr jetzt hinterher, ja? Das war's. Oh mein Gott, der OP-Truck ist zu schnell, Bro. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Bro. Oh! Ey, ich bin bis ins Ziel geflogen. Ach du Heilige. Also, Max, du willst mir sagen, du hast alles fair gespielt. Also, Stani... Das war fair. Und der OP-Truck ist gerade eine halbe Stunde durch die Luft geflogen. Stani, du schuldest mir 1000 Euro. Willst du mir erzählen und... Stani, du schuldest mir 1000 Euro. Bro, ich werde den Scheiß zahlen. Du schuldest mir 1000 Euro. Laberst du, Du hast verloren. Du
fliegst durch die Luft rum, Bro. Bro, ich hab dir einfach... Du fliegst durch die Luft rum. Ich hab dir einfach die Hosen ausgezogen. So, Amir, bist du bereit? Kannst losgehen hier mit dem Wasserexperiment. Ich bin ready, du Schmalspur. Ah, Schmalspur. Du weißt, es geht heute um 1000 Euro, ne? Ja, die nehme ich mit, Leute. Wo machen wir Urlaub? Hä? Ich guck's nicht mal an, weil ich dich nicht respektiere als Gegner. Okay, Leute. Also da ist sich wohl ziemlich jemand sicher hier, dass er heute gewinnen wird. Oh. Na gut, aber du, Amir, bevor es losgeht, wir machen natürlich erstmal, ich würde sagen, Vehikel-Multiplikator so auf 5, okay? Mhm. Also Beschleunigung mal 5 einstellen. Ja, okay, ist bei mir so, drin. Ja, so, bei Leute, mir sieht man es ja auch. Ich mache natürlich auch mal 5. So, okay, perfekt. Ja gut, dann würde ich sagen, du weißt ja, wie das bei uns läuft. Wir starten dann mit einem Random Vehicle Battle. Und zwar jeder spawnt ein Fahrzeug und das darf man dann nehmen. 3, 2, 1, let's go! Oh, ein Porsche. Na gut, weiß ich nicht, wie gut das hier fürs Wasserexperiment ist. Oh, auch ein Porsche, ein Taycan. Aha, das ist ja interessant. Ja gut, dann lass uns doch einfach mal zusammenfahren, Amir. Porsche Taycan gegen Porsche 911 Turbo S, okay? Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und dir ist? Ja, was ist der Unterschied? Die Leute haben jetzt ein extra Like da lassen für mehr Speed bei mir. Ah, okay, alles klar, gut. Easy. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Oh, 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 oh mein Gott, hä, du bist ja recht schnell. Aber meiner ist, glaube ich, schneller in der Endgeschwindigkeit. Guck mal, wie der auf einmal abgeht. Wow! Oh, 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 oh. Amir, was... Nein. Amir, was denn da bei dir los da hinten? Ja, ich will es, also, guck mal, also ich kann mir jetzt eine Ausrede aussuchen oder irgendwas sagen, aber ich will es halt spannend machen. Ja, gut, okay, also erster Punkt geht schon mal an mich, Leute, let's go. Oh, Leute, Amir wird heute keine Chance haben, wenn er wüsste, er checkt das noch gar nicht. Wir sind natürlich schon mal viel weiter gekommen, weil mein Auto schneller war. Erster Punkt also für uns. So, Amir, gut, wir fangen auf jeden Fall, würde ich mal sagen, hier vorne an, hier bei diesem dicken Level hier. Boah, also ich nehme auf jeden Fall mal den Unimog hier. Ich glaube, der Mercedes Unimog ist passend für jedes Gelände, ne? Ja, okay, also ich habe den Unimog genommen. Das Problem ist, Max, es werden beide schaffen. Na gut, dann weißt du was, dann fahr du doch einfach mal vor. So, Leute, wir gucken jetzt erstmal bei Amir rein, wie es bei ihm so läuft, okay? Also du denkst, du bist dir ziemlich sicher, dass du es schaffen wirst. Na gut, dann ich fahr mal hinterher. Ich bin gestorben. Hä, warum bist du rausgeflogen, Amir? Digga, keine Ahnung, das Auto ist voll komisch. Ja, komm, weißt du was, ich gebe dir nochmal die Chance. Du darfst nochmal fahren. Also ich habe es bis ins Ziel geschafft, will ich jetzt hier nur mal sagen. So. Lass dich bitte davon nicht verunsichern. So, wir schauen mal bei Amir rein, Leute. Denkst du wirklich, ich habe ein bisschen Angst vor dir, oder was? Ja, ich glaube irgendwie schon, dass du Angst vor mir hast. So. Bro, pass auf, ich jetzt machen werde. Oh, okay, okay. Ha? Oh, mal easy. Ja, gut. Ja, gut, was okay. Amir hat's auch geschafft. Der kann sogar jumpen. Alter, okay, du hattest echt ein OP-Fahrzeug. Das heißt, wir beide kriegen einen Punkt. Sagen wir 2-1, ab geht's wieder auf die Rampe. Das Ding ist, Leute, bis jetzt musste ich ja noch gar nicht viel cheaten. Wir können noch viele weitere Cheats machen, aber ich glaube, Amir werden wir so oder so besiegen. Wir gucken mal, wie es weiterläuft. Na gut, Amir, jetzt als nächstes spawnen wir jeder ein Fahrzeug für den Gegner, okay? Jeder für den Gegner? Ja, jeder für den Gegner. Fang du mal an, spawn du mal random eins. Bitteschön. Oh, nein. Alter, ein OP-Fahrzeug hast du mir gespawnt. Okay. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt kein Random-Vehicle spawnen. Ich werde jetzt hier schön... Warte mal, wo gehen wir denn hin? Schön zu den Kompaktwagen. Ich werde jetzt so einen Kompaktwagen spawnen. Und 3, 2, 1 und... Let's go! Oh! Oh, Amir, das ist ja gar nicht gut, was du hier bekommen hast. Ey, oh, wie viel Glück kann man haben? Und du hast mir ein OP-Auto gespawnt. Ah, ey, das ist ja echt, also Amir, leider echt ein bisschen unlucky bei dir. Ah, du gut. Hast so Glück, Max, fühl dich nicht. Fahr mal vor, ich komm dann hinterher. Ich will erstmal wissen, wie weit du kommst. Und das Ende bei dir? Oh mein Gott, Amir, du hast mir volles OP-Auto gespawnt. Alter, dankeschön. Oh mein Gott. Oder? Oh mein Gott, ich hab's durchgeschafft. Er kommt sogar hoch. Ach, du heilige Mutter Gottes. Ja, komm, du hast Glück gehabt. Fühl dich bitte nicht so, okay? Ja, also Amir, dass du so schlecht bist, hätte ich nicht gedacht. Leute werden jetzt natürlich auch immer ein bisschen provozieren, dass er richtig sauer wird. Wir wollen ihn natürlich heute mal wieder zum Ausrasten bringen. Ja, gut, also Amir, weißt du was? Es steht aktuell ja 3 zu 1. Es tut mir ein bisschen leid, weil du mein Gast bist. Du darfst dich entscheiden. Ich überlasse die Entscheidung sogar dir. Okay, er nimmt den Er nimmt den OP-Tulus ab. Aber leider hast du dich falsch entschieden, Amir, muss ich hier sagen. OP-Tool ist an sich natürlich ein gutes Ding, aber ich glaube trotzdem, du hast dich falsch entschieden. Okay, dann fahr du zuerst. Bin ich fahre zuerst. Okay, komm. Dann ich fahre jetzt mal zuerst. Und let's go. Ich mache Drohnenanalyse.
Ja, mach mal, mach Analyse. Oh mein Gott, guck mal, wie das Ding surft. Ah, ja, das war's. Oh, oh, noch geht's. Und 50. Hä, es rollt immer noch? Ah, jetzt vorbei. Hä? Oh mein Gott, wie gut. Ja, okay. Oh mein Gott, 55. 55. Okay. Ja, komm, okay, Armin, Max, dann mach mal du. Ich guck dir mal zu hier. Wir gucken Armin zu, Leute. OP-Ulus ist natürlich ein gutes Ding hier. OP-Tulus. Oh, oh. Armin? Nein, 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 wieso Statement? Geht das in die falsche Richtung? Nein, was? Ich hab dir doch gesagt, du hast dich falsch entschieden. Hä? Bro, du weißt doch, man darf bei solchen Experimenten sich niemals gegen BMW entscheiden. Ich kenne die beiden Autos. Der Petrolus ist doch viel schneller. Ja, also der war vielleicht schneller, aber der ist vielleicht nicht so wasserdicht. Also, Armin, es steht 4 zu 1. Das sieht ja gerade nicht so gut ja, für komm, dich aus. Ja, komm, komm, komm. Der ja, Anfang komm. Ist jetzt gut. Jetzt zeige ich dir, mit wem du dich angelegt hast. Ja, okay, komm. Dann machen wir jetzt, machen wir jeder Spawn 2 Fahrzeuge. Okay, komm, wir machen abwechselnd. Mach du das erste. Eins, dann mache ich mein erstes. Oh. Warte, Vehicle Spawner, nein. Random, eins. Und zack. Oh, das ist ja jetzt hier schon mal nicht so gut. Ja, dann spawn du mal dein zweites. Ja, guck mal, Max, jetzt vorbei. Ah, nein! Okay, okay. So, Leute, jetzt werde ich meinen nächsten spawnen. Ich werde jetzt hier natürlich mal wieder komplett übertreiben. Drin bist. Ja, gut, okay. Dann werde ich jetzt hier auch mal meinen zweiten noch spawnen. So, zack, hier. Random Vehicle, wo ist es? Da. Und 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Hey! Ende für... Also, Armin, ich werde natürlich den Monster Truck nehmen. Ja, also, ey, ich weiß auch nicht, ich habe aber heute auch echt ein Glück, Armin, ey, also, es tut mir ja schon fast ein bisschen leid für dich. Komm, lass uns einfach mal gleichzeitig fahren. Weißt du was, ich werde sogar rückwärts fahren, okay? Ich werde sogar rückwärts fahren. Okay. Wie fühlt sich das an, wenn man so im Rückwärtsgang besiegt wird? Was meinst du? Ich weiß nicht genau. Aha, okay. Netter Versuch, mich von der Rampe zu drängen, Armin, so. Nein, nein, nein. Okay, also ich weiß ja nicht. Du hättest vielleicht ein bisschen schneller fahren sollen. Aha, okay, okay. Also bis zu 40. Meine Reifen sind brutal. Bis zu 40. Meiner ist gut, meiner ist gut, meiner ist gut, meiner ist gut, meiner ist gut. Oh ja, deiner ist brutal gut, Bro. Deiner ist richtig krass. Und ich hab's wieder durchgeschafft. Ey, Max. Ey, 5-1. Also, ey, wirklich. Bro, bitte, bitte lösch dich einfach an. Irgendwas ist komisch bei dir, Alter. Sag ich ehrlich, eigentlich bist du nicht so gut. Hä? Bro, das hat ja nichts mit gut zu tun, das ist ja einfach Glückssache. Naja, ey, aber ich habe jetzt leider wieder gewonnen, dann werde ich mich jetzt hier mal wieder entscheiden. Ich nehme hier auf jeden Fall das Teil hier so. Ach, das ist egal, da werden eh beide gewinnen. Ja, glaubst du, beide kommen durch? Ich bin mir nicht so sicher. Dann lass mal jetzt hier zusammenfahren. Komm, wir fahren mal nebeneinander. Okay. So, dann 3, 2, 1 und let's go. Boah, guck mal, wie schnell meiner ist. Boah. Ja, gut, meins ist doch ein LKW, ist ein dickes Ding, ne? Leute, er checkt auch gar nicht, dass ich einfach viel schneller bin als er. Ist das nice. Mit 6 Reifen. Bam! Oha! Mit Rückwärtssalto, Schraube! Alter, ich hab's aber auch durchgeschafft. Oh nein, mein was? Gott, aber Strong Armin. Das heißt, es steht 6 zu 2. Beide kriegen einen Punkt. Ja, na gut, dann gehen wir mal wieder hoch, Leute. Ich komm jetzt. Naja, Armin, weiß ich jetzt nicht, ob du jetzt unbedingt hier ein Comeback noch machst. Aber wir machen jetzt einfach mal als nächstes spawnt sich jeder 3 Fahrzeuge und man darf sich davon eins aussuchen. Eins. So, ja, oh, warte mal, ich muss die Vehikel rausmachen. Ey, Junge, das geht nicht. Das ist ein Flugzeug. Komm. Nee, guck, das fährt ganz normal. Bro, ich weiß, dass das ein Flugmotorrad ist, Junge. Nee, schade, dass du so ein Cheater bist, Bro. Du bist ein Cheater. Ja, okay, Digga. So, dann Fahrzeug 2 und Fahrzeug... Okay, das ist ein Helikopter, das zählt natürlich auch nicht. Und Fahrzeug 3 habe ich hier so ein normales Fahrzeug. Okay, also meine Sachen sind jetzt hier leider alle nicht so gut. Ich werde mein erstes nehmen. Hier diesen Pickup-Truck, ja. Verlieren diese Runde. Ja, aber ich bin. Ja, es kann natürlich sein. Es kann natürlich sein, dass du jetzt auch mal einen Punkt machst, Armin. Ich würde mich ja echt freuen für dich. Weißt du was? Fahr du doch einfach mal vor. Glück. Fahr du mal vor. Ja, okay. Wir gucken mal bei Armin rein, wie es bei ihm so läuft. Okay. So, fahr du mal vor. Leute, wichtig. Ich lasse ihn nämlich jetzt extra vorfahren, damit er das nicht merkt, dass ich natürlich viel schneller als er fahre. Okay, wir gucken mal bei ihm rein. Ganz einfach, ganz simpel. Ja. Und wie weit kommst du? Der schwimmt noch, der schwimmt. Ah, gut, ich komme jetzt mal hinterhergefahren, Armin. Ja, okay, meine bleibt stehen. Also, ich komme jetzt hier mal hinterher. Bei, so 52. Und. Wow, wow, wow. Oh mein Gott! Let's go!
Was schon? Alter! Guck mal, bis hier auf die Rampe habe ich es geschafft. Digga, wie schnell ist dein Auto gewesen? Wie? Bro, das ist normal. Ich bin halt eine Megarampe runtergefahren. Ja, aber die Megarampe, die hat so einen ekelhaften Winkel, dass du stehen bleibst erstmal. Du wirst hart gestoppt. Ja, Bro, das Auto hat es echt gut weggefedert, ne? Also muss man echt sagen. Also echt Glück gehabt. Das ist wieder ein Punkt für mich. 7-2, Leute. Wir gehen wieder auf die Rampe hoch. Oh Gott, Leute, ey, ich bin gerade gemutet. Wir müssen langsam aufpassen. Der bemerkt langsam, dass wir da echt immer richtig schnell sind. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass das nicht auffällt hier, Freunde. Gut, okay, dann Random Vehicle war das ja... Ey, Bro, es tut mir langsam schon leid. Amir, du darfst dich mal wieder entscheiden. Weißt du, oder nee, weißt du was? Ich werde einfach den Sportwagen nehmen, okay? Wie, einfach den Sportwagen? Das ist ein OP-Auto! Wie, ach, das ist ein OP-Auto? Ja, klar, dass du den Sportwagen holen willst. Ja, nee, weißt du was, dann nimm du den Sportwagen. Wenn du sagst, der ist OP, dann nimm du den. Ist okay für mich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, weil das Auto, was das schafft, es niemals. Ey, Leute, das Ding ist, Armin hat echt so ein OP-Auto. Ich habe gehofft, er kennt das nicht, deswegen wollte ich das nehmen. Aber dann werden wir ihn jetzt mal wieder ein bisschen pranken. Na gut, also du sagst echt, das ist so ein krasses OP-Auto, was du da hast. Ja. Weißt du, was machst du mal als erstes? Ich will dir zugucken, Max. Ah, okay, dann guck du mir mal zu. So, dann gucken wir mal ganz genau zu. Leute, er will uns zugucken, das ist nicht gut. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht so übertreiben. Wir dürfen jetzt nicht so schnell machen. Na gut, okay, also da guckst du mir zu, dann ich fahr jetzt mal los hier. Ich guck dein Bentley Bentayga zu, ich kenne das Auto. Ich weiß nicht, ob du es weißt, in GTA 5 habe ich das selber eine Zeit lang gehabt. Ah, also kennst du dich damit aus. Okay, das ist gut, ja. Okay, ja, oh. Oh, ich komme leider nur... ich bin leider... Oh, noch ein paar Meter rollt er unter Wasser, nur bis zu 50 gekommen. Okay. Leider nur bis zu 50 gekommen, also... Ja, ich glaube, das könntest du packen. Wir gucken mal bei Armin jetzt hier rein, Leute. Oh mein Gott! Okay. Ja, ich wollte sagen. Okay, du hattest ja wirklich ein OP-Auto jetzt gehabt. Ja, krass. Ja, hatte ich auch. Na gut, dann steht es 7-3. Wir gehen mal wieder auf die Rampe, Leute. Ach, komisch doch. Ich hab gedacht, der würde cheaten oder so. Aber nee, ich fände relativ. Hä, Bro, was sagst du da mit cheaten? Oh, ich hatte aber gemutet gewesen. Ah, nee, du warst nicht gemutet. Ey, was sagst du da nur, weil du so schlecht bist? Ja, Marc. Na gut, also es steht ja 7-3. 7-3, jetzt hör mal auf Punkte zu schummeln. Warte mal, ich habe gerade Back-to-Back 2 Punkte gemacht, eben stand es noch 6-2. Weißt du was, dann nimm halt noch einen Punkt, dann 7-4, ist okay für mich so. Ja. Na gut, dann wir spawnen mal wieder Fahrzeuge, wir spawnen 3 Fahrzeuge und 1 für den Gegner. Wir spawnen wieder nacheinander. Also hier ist mein erstes, das werde ich dir schon mal nicht geben. Okay, sehr interessant. Ja, du einfach so. Dann hier ist mein zweites. Oh, das wäre vielleicht eine Idee für dich. Bist du ready für mein zweites? Ja, mach mal dein zweites. Ach. Kuss auf die Doppelfinger. Yuppie! Das gefällt mir gar nicht. Okay, und jetzt mein drittes, was ich dir spawnen werde. Okay, hier natürlich Random Vehicle. Ja, und dann 3, 2, 1 und... Oh, na, ja! Ein BMX, oh mein Gott! So, Leute, natürlich war das nicht so random. Und jetzt... Ja, Das hättest du bestimmt gerne, ne? Den nehme ich natürlich gern. Also ich werde dir auf jeden Fall das BMX geben, was ich dir hier random gespawnt habe. Okay, dann kriegst du das Motorrad hier. Gut, okay, damit kann ich leben. Also ich glaube, das Motorrad BMX? Ist das kommt das gute weiter. BMX? Nein. Wie das gute BMX? Gibt ein gutes und schlechtes BMX? Ja, es gibt BMX, das macht so einen OP-Jump nach oben, dann fliegst du so einen Kilometer in die Luft. Na gut, Amir, wir hören jetzt mal hier auf rumzuquatschen. Ich fahre jetzt mal vor. Oh mein Gott, das Teil ist doch recht schnell. Surft hier ein bisschen und... 40, ja, 50, oh, das Ding ist gut. Es rollt immer noch unter Wasser. Was? Wie sieht's bei dir aus? Guck mich an, ich bin hier am Balancieren, ich bin Zirkusartist geworden. Aha, okay. Wow, aber ist voll gut. Wie? Kannst du im Wasser fahren oder was? Ja, guck mal. Hä? Siehst du mich nicht? Ja, doch, ich sehe dich. Alter. Okay, Leute, der zieht das irgendwie erstaunlich lange durch. Ja. Bro, bis Digga, ich bin einfach. Niemals kommst du bis zur 50. Niemals kommst du bis zur. Nein. Sehr gut. Was? Wie hast du bis zur 50 geschafft mit dem Motorrad? Bro, das ist halt. Was? Wo bist du mit dem hingekommen? Ja, du, ich sag mal so, das ist irgendwie, glaube ich, ein Unterwassermotorrad oder sowas. Hä? Nein! Oh mein Gott. Also, Armin ist jetzt 7-4, wollte ich dir nur mal sagen. Ja, also. Na gut, dann kommen wir mal zum nächsten Level. Ich nehme auf jeden Fall hier diesen Adventure-Bus, ja? So, nehmen wir hier mal den Adventure-Bus. Zack, okay. Au! Weißt du was? Ich fahre mal zuerst vor, dann kommst du nach, okay? Ja, ich guck dir zu. Und let's go, wir fahren hier schon mal vor.
Ey Leute, als nächstes habe ich mir einen krassen Prank überlegt. Und zwar, ich werde hier gleich so eine unsichtbare Barriere spawnen. Um Gottes Willen, wie fahre ich denn hier? Ich werde gleich eine unsichtbare Barriere spawnen, um ihn zu stoppen, Leute, ja? So. Ah, okay. Ey, ich bin hier irgendwie voll weggebounced. Und. Ja, das Auto ist zu OP. Oh, wow, das ist voll das wasserdicht. Ja, ja, wieder geschafft. Ey, also wirklich, Amir, ich freue mich schon richtig auf meine 1000 Euro von dir, ne? Da freue ich mich schon richtig drauf. Ey, warte mal ganz kurz, bevor du fährst, ja? Ich muss dich spectaten, damit ich hier zuschauen kann. Eine Sekunde. Spectate. Und zwar, Leute, ich werde jetzt hier einfach mal so ein paar Bilder hinspawnen, wo er dann einfach dagegen fährt, Leute. Das muss ich dann natürlich schnell reinziehen. Okay, Armin, du kannst jetzt losfahren. Ich schau dir jetzt zu. Bro, ich schau dir jetzt zu, ja? Ich schaff's halt auch easy. Also mit dem. Ja, Ding, das ist ein gutes Teil. Kann sein, dass du das easy schaffst, Bro. Ja, guck mal. Oh. Hä? Hä, Bro, was ist denn bei dir los? Hä? Ist dein Ding schon gestoppt am Wasser oder was? Nee, ich glaube, da war irgendwie so ein Bug, glaube ich. Mal fahren wir durch. Okay. Mal easy peasy. Hä? Hä? LOL! LOL, dein Auto ist ja kaputt gegangen. Hä? Ey! Ey, also Amir, was ist denn da bei dir los gewesen? Warte. Bro, wieder ein Punkt für mich? Nein. Was ist? Ey, ist hier ein Fisch hochgeschwommen oder so? Ich bin über irgendwas drüber geflogen. Junge, du bist auch so ein Fisch. Jetzt komm, fahr das Ding hier aus dem Wasser. Nächste Runde, Bro, hier. Ey, ich bin über irgendwas drüber gefahren. Amir, ey, du, jetzt suchst du ja Ausreden, weil du so schlecht bist, oder was? Also, es tut mir... Ich kann auch nichts dafür, dass du so schlecht bist. Komm, Random Vehicle Battle. Ja. Wir machen auf entspannt. Jeder spawnt eins für sich selbst. 3, 2, 1 und... Oh, also Amir, es läuft leider nicht gut bei dir. Es läuft heute... Komm, wir fahren zusammen. Es läuft leider nicht. Also irgendwie im Spawn bist du relativ gut. Jedes Mal dein letztes Auto rettet dich. Hä? Ich fahre über irgendwelche Sachen. Du bist überdurchschnittlich schnell. Boah, was redest du für einen Müll gerade, hä? Ich habe halt einfach bessere Autos als du. Ist doch klar, dass mein Marsmobil hier weiterkommt. Ja, das ist klar. So, wieder ein Punkt für mich. Ich höre schon auf zu zählen, so viele Punkte habe ich. Also. Ey, mach mal lang. Okay, Bro, jetzt werde ich mich fertig machen. Also es werden die einfachsten 1000 Euro meines Lebens hier. Ganz kurz noch mal Frage. Wie viel war wohl Vehicle Multiplayer, dass ich den richtigen habe? Ja, 500. Ja, okay. So, zack, hier. Ich habe auch 500 drin. Ich habe extra noch mal geschaut, so. Zack. Ja, gut. Max. Amir, so, weißt du was, weil du so weit hin bist, du darfst entscheiden. Mercedes-Benz SL63 oder Audi R7 getuned. Okay, er nimmt den getunten Audi R7, sehr interessant. Aber ich muss leider sagen, Amir, wieder falsch entschieden. Leider wieder falsch entschieden. Sollen wir mal zusammenfahren? Warum? Erzähl mal, Max. Warum? Ja, Bro, weil der SL ist einfach das bessere Auto. Das hat so... auch für Wasserexperiment, obwohl es Cabrios und alles nicht unter Wasser ist. Ja, aber das hat so eine extra Hochwasserfunktion. Komm, wir fahren zusammen. Ach so. Ah, seit wann das denn? Es hat so eine extra Hochwasser. Du wirst gleich merken. Guck, wie das surft. Und so, zack. Ich bin bei 60 Meter gelandet. Wo bist du, Amir? Weiter hinten. Ist egal. Nee, das kann nicht wahr sein. Warte mal, ist der SL noch da? Ich habe ihn gerade schon weggemacht. Warum? Ah, okay. Ich hätte ihn gerne auch mal ganz kurz getestet. Hä, warum willst du den auch testen? Ja, nix. Ich würde gerne die Unterwasserfunktion mal testen. Die kenne ich gar nicht. Ja, das ist keine Funktion. Also, er ist einfach nur wasserfester, weißt du? Ah, okay. Ach, Amir, wirklich. Es tut mir echt leid für dich. Aber ich glaube, die 1000 Euro sind weg jetzt mittlerweile für dich. Ich glaube, du kannst das gar nicht mehr aufholen. Ja, sehen wir ja gleich. Weißt du was? Doppelte Punktzahl, was sagst du? Ja, okay. Ich wollte es dir sogar gerade vorschlagen. Doppelte Punkte. Du kannst noch gewinnen. Doppelte Punkte. So. Okay, komm, dann machen wir einfach jeder Spawn zwei Fahrzeuge. Man darf sich davon eins aussuchen. Eins und zwei. Okay. Amir. Er fliegt. Amir, es tut mir leid, was ich hier gespawnt habe. Also Flugzeuge sind natürlich nicht erlaubt. Also soll ich ein anderes jetzt spawnen, oder was? Ja. Ey, Leute, er ist so gebrochen. Oh, okay, das ist ja auch mal was Gutes. Weißt du was, gönne ich dir. Komm, wir fahren zusammen. Ich gönn's dir ja sogar. Okay. Du kannst jetzt doppelte Punkte machen. Ja, vielleicht läuft's ja. Vielleicht läuft's jetzt wieder gleich bei dir. Wisst ihr was, Leute? Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt extra verlieren und ihm diesen Punkt schenken, damit er wieder ein bisschen Hoffnung bekommt. Ich will ihn brechen, weißt du? Er soll sich richtig aufregen. Oh. Ich glaube, du kommst sogar weiter als ich. Ich glaube, du kommst... Oh. Let's go! Oha, okay. Amir, Max!
Amir, stark. Das ist schon gelügt. Die Runde geht an dich. Ich glaube, du kannst jetzt hier ein Comeback machen. Also ich sag's mal so, wenn du jetzt hier jede Runde gewinnst, dann könntest du sogar vielleicht noch die 1000 Euro gewinnen. Ich darf aussuchen, ne? Ich hol, du darfst dir aussuchen. Ich hol Schulbus. Nimm du den Schulbus, okay. Leute, oh mein Gott, wir machen ihm jetzt noch mal ganz kurz Hoffnung. Ich glaube, die Runde lässt ihn jetzt auch noch mal gewinnen. Und dann werde ich ihn komplett brechen, Leute. Okay, du nimmst den Schulbus, ja, ich nehme hier den Wohnwagen. Okay, Abi, oh, gut, okay. Weißt du was? Komm, wir fahren einfach mal wieder zusammen. Oh, ja, ja. So, let's go. Komm mal, Max, darf ich ehrlich sein zu dir? Ja. Ich schwöre, es sah heute alles danach aus, nachdem du cheaten würdest. Aber was? Ich muss sagen, du hattest einfach, also ich glaube, heute hat es einfach ekelhaftes Glück gehabt. Keine Ahnung, ich glaube, GTA-artig vermisst ja, oder so, weil ich hab's wieder durchgeschafft. Alter, ey, ich hab's wieder nicht geschafft. Oh mein Gott, ey, Amir, ich sag dir ehrlich, dein Glück ist wieder da. Dein Glück ist wieder da. Vielleicht. Ich hab doch gesagt, ich will's spannend machen für die Zuschauer. Ja, Bro, ich sag so, also wir geben ja gerade doppelte Punkte. Wenn du jetzt hier alles noch gewinnst, dann könntest du sogar wirklich noch die 1000 Euro gewinnen. Ja, easy, komm. Ey, Mann, Leute, ich hoffe, mein Glück kommt gleich wieder zurück, ey. So, okay, komm, dann machen wir jetzt hier nochmal drei Fahrzeuge. Eins. Oh nein. Zwei. Oh nein. Drei. Oh. Ja! Oh, okay, ich habe hier leider auch nichts Krasses. Ich hoffe, ich kann vielleicht mit Geschwindigkeit ein bisschen regeln. Nee, Max. Na gut, gut. Das bringt nichts. Okay, ja, weißt du was, dann fahr du doch einfach mal vor, Amir. Ja, easy. Max, ja? Soll ich einen Grill auf dem Ziel schon mal irgendwie vorbereiten? Oder? Obwohl, ich glaube, du kommst nicht hinterher, ne? Nee, ich komme, glaube ich, nicht hinterher. Du kommst nicht hinterher, Bro. So, easy peasy, lemon squeezy. Hä? Nein! Nein! Was los? Der hat bei so 56, 57 den Geist aufgegeben. Schade. Oh. Okay, ja, also da, ich habe natürlich, egal. Mein Auto ist deutlich flacher als deins. Ja, ich hoffe niemals. Außer vielleicht mit Geschwindigkeit kann ich hier ein bisschen was regeln. Nein. Guck mal, jetzt wirst du abgebremst und jetzt vorbei. Ja, ist vorbei. Oh mein Gott. Gott, ach, Max, nein. Dass du es probiert hast, ist ja schon fast peinlich. Ja. Du Schmalspur, also ich sag's so mit doppelter Punkt. Ich glaube, wir sind fast schon wieder gleich auf jetzt hier gerade. Oh, Leute, das wird so. Eine ganz knappe Sache jetzt hier. Da muss man jetzt aufpassen. Boah. Ey, das Ding ist ja, du darfst dich ja jetzt hier wieder entscheiden, Amir. Ja, aber ich glaube, kann das nicht sogar. Okay, Leute, passt auf, jetzt werde ich ihn komplett brechen. Es ist halt die Frage, was nimmt man da jetzt? Das schnelle, aber tiefere Auto oder das langsamere, aber höhere Auto? Okay, Amir, du hast für das Formel-1-Auto entschieden. Ich muss dir leider sagen, du hast dich falsch entschieden. Ich bin mir unsicher, wir nehmen Auto da. Ja, dann fahr du doch mal vor. Fahr einfach mal vor, Amir. Wir müssen auf Geschwindigkeit gehen heute, Leute. Ja, geh mal auf Geschwindigkeit. Leute, Geschwindigkeit haben wir natürlich sowieso, weil ich so einen hohen Multiplikator habe. So, dann gucken wir mal. Ja, oh, ist schon vorbei bei dir oder was? Okay, ich hab mich vielleicht falsch entschieden. Ich glaube, du hast dich falsch entschieden. Und let's go. So, komm. Ja, das ist keine Geschwindigkeit. Du bist jetzt nein, guck mal, das ist voll wasserfest, das Ding. Wuhuhuhu. Digga, was? Let's go! Punkt für mich. Oh, hör, das Ding schafft sogar ganz durch. Oh mein Gott, Amir, du Noob, Junge. Hä? Also, nein. Du bist, also Amir, ich muss leider sagen, du bist schlecht in GTA. Ich muss leider sagen, er ist so schlecht, Leute. Hä? Er hat's gerade gemutet? Warum ist er gemutet, Leute? Och, Mann. Ja, ich hab was mit meinen Zuschauern, ich hab was mit den Zuschauern gefragt. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut, Bro, Max. Amir, ich sag's mal so. Weißt du was? Ich will nett zu dir sein. Mhm. Weil ich hatte heute wirklich krasses Glück gehabt. Wir machen jetzt einfach. Das letzte Duell entscheidet. Wir spawnen jetzt noch einmal random Vehicle. Der Gewinner darf sich entscheiden. Okay. Ja, und wir machen jetzt einfach quasi letzte Round entscheidet, okay? Ja. Gut, dann würde ich sagen, jeder spawnt jetzt nochmal drei Fahrzeuge für sich selbst. Okay. So, dann eins. Okay, das geht nicht. Oh, was ist denn das hier? Warte mal, kann das Ding hier nicht auf dem Wasser fahren? Ist das nicht ein Auto? Ja, das ist dann unfair eigentlich, oder? Ist das nicht ein Auto, was über auf dem Wasser fahren kann, Amir? Au, die Drohne ist explodiert. Oh. Na gut, also ich hab mein Fahrzeug, Amir. Ich auch. So, dann fahren wir mal schön so zusammen. Also es ich sag so mal so, mein Auto, was ich hier hab, ja. Oh, guck mal. Oh, mein Auto, das fährt ja auf dem Wasser, Amir. Tschüss. Es ist so unfair. Ja, geil, deine Wellen haben mich sogar zum Stoppen gebracht. Na egal, kommt aufs letzte Fahrzeug an. Ja, komm.
Wir lassen das nicht zählen. Die, wie gesagt, die letzte Runde jetzt entscheidet jetzt alles, Amir, okay? Ey, okay, such dein Auto aus. Weißt du was, Amir? Weil du heute mein Gast bist, lasse ich sogar dich entscheiden. So, 1000 Euro. Es geht jetzt um die 1000 Euro. 1000 Euro, dankeschön, I cry, Max. Bist du aber sicher, dass du dich richtig entschieden hast? Ja, weil ich glaube, leider, du hast dich mal wieder falsch entschieden. Okay, Amir, wie gesagt, jetzt entscheidet sich alles, ja? Es geht jetzt um 1000 Euro. Ja, fahr mal vor. Leute, er kann ja nicht gewinnen. Er kann so oder so nicht gewinnen. Im Experiment gefahren bin, Max. Ja, okay. Du schaffst es nicht, Bro. Ja. Du schaffst es nicht. Sag mir, wenn du gestoppt bist, dann komme ich auch. Okay, ich bin gestoppt. Ja, das schaffst du nicht im ersten Mal. Ja, alles gut, Bro. Mach dir mal keine Sorgen. Ich sag mal so, der erste Q8, ich glaube, du unterschätzt ihn. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut, Bro. Oh, er hat zu kämpfen, aber... Guck mal! Nein. Ja, okay. Max. Max, steig mal ganz kurz aus, steig mal aus. Hä, wie, ich soll mal aussteigen? Steig mal aus. Hä, warum? Steig mal bitte ganz kurz aus. Warum soll ich aussteigen? 1000 Euro, jetzt drück nichts mehr. Nein, drück nichts mehr. Mach jetzt einen Discord-Stream an, ich will all deine Stats sehen. Jetzt Discord-Stream machen, jetzt sofort. Hä, wie, warum denn? Was redest du? Mach jetzt, hallo, nix rumtippen, nix. Ich höre dein Tippen, stell nichts um, mach Discord-Stream an. Ja, ist ja gut, okay. 5, 4, 3. Was willst du von mir, Amir? Digga, Leute, hat irgendwas umgestellt. So, mach mal bitte. Was F4. Ist denn? Ja? Zeig mal den F4. Ja, okay, zeig ich dir. So, Vehicle Options. Ja. Multiplier. Digga, du hast das umgestellt gerade. Max, du bist der Schlechteste. Amir, du bist schlechter Verlierer. Amir, mir ist es jetzt hier zu doof. Ich fahr jetzt mit dem Auto. Ja. Ich teste das jetzt im Auto. Okay, Amir, ich hätte jetzt gerne meine 1000 Euro. Ey. Ja, mal gucken, wie weit ich mit der Erstkur abkomme. Ich hab 5-0. Tut mir leid, du bist leider echt ein schlechter Verlierer. Amir ist leider ein schlechter Verlierer. Ich hätte jetzt gerne meine 1000 Euro. Was geht ab, Bro? Hey, was geht, Bro? Ich werde dich heute hops nehmen, aber geisteskrank. Ist klar, Russik. Du wirst mich heute hops nehmen. Ich werde dich natürlich heute hops nehmen. Wir spielen natürlich um 1000 Euro. Leute, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. So, Leute, ich mute mich jetzt hier mal schnell. Russik hört mich jetzt nämlich nicht mehr, denn wir werden heute hacken, Freunde, in diesem GTA 5 Hide and Seek. Was Russik nämlich nicht weiß, ist, dass ich nämlich gleich ihn beobachten werde mit meinem Mod-Menü und dann natürlich immer genau weiß, wo er seine Fahrzeuge versteckt. Aber natürlich nicht sagen, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, es geht weiter. Kurz wieder endmuten. So, yo, Russik, also bist du jetzt bereit, oder was? Ich habe auf dich gewartet. Ja, bist du jetzt ready, oder was? Ich bin ready. Du weißt natürlich immer, wie das läuft hier bei Hide and Seek. Wir sind hier im Blaine County Gebiet, ja. Also hier in diesem Gebiet werden wir die Autos verstecken. Jeder hat 4 Fahrzeuge. Jeder hat 10 Minuten Zeit, diese zu verstecken und dann wieder 10 Minuten, die von dem anderen zu finden. Bist du bereit? Bro, natürlich bin ich bereit. Ich bin der Hide and Seek König, Bro. Ja, okay, alles klar. Dann lass uns doch mal anfangen, ja? Ja, okay, los geht's. Oh mein Gott, Freunde. Es geht los. So, okay, wir muten uns jetzt mal wieder. Okay, Russik fährt da hinten schon mal los, okay? Weil ich habe mir auch überlegt, ich will ihn heute richtig hops nehmen. Ich werde ihn nicht nur beobachten, sondern ich werde auch ein Fahrzeug von mir komplett unmöglich verstecken. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz bei Russik rein. Yo, Russik, und wie sieht's aus? Hast du schon ein gutes Versteck? Gut, ja, ich bin gerade überlegen, so wo ich was verstecke. Okay, ja, das ist gut. Ja, ich bin auch gerade dabei und schaue, wo ich meine Autos verstecke. Also hast du schon was Gutes gefunden? Ich würde schon sagen, dass mein erstes Versteck sehr gut ist, Bro. Ich sag dir ehrlich. Okay. Das freut mich, dass du ein gutes Versteck hast. Ich habe leider noch nicht das Glück und habe was Gutes gefunden. Ach so, okay. Oh mein Gott, okay, Leute. So, wir haben jetzt schon mal ihn beobachtet. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass ein Fahrzeug von ihm im Ammunition drin ist. Okay, dann lass uns mal kurz gucken, wo. Ich will dieses Fahrzeug, das große hier, das soll komplett unmöglich versteckt werden. Also ich werde jetzt hier wirklich ein bisschen eklig hacken, Leute. Ich werde jetzt einfach so machen, als hätte ich hier irgendwie so einen Glitch und sowas gefunden. So, warte mal, ich muss mal wieder kurz mit Russik reden. Yo, Russik, und bist du schon beim nächsten Fahrzeug oder was? Ja, ich bin beim zweiten. Hast du dein erstes schon versteckt oder noch gar nicht? Nee, noch nicht. Ich bin gerade, ich mach langsam heute, Bro. Ich mach was richtig Krasses, Bro. Du wirst schon sehen. Okay. So, Leute, und zwar, wir gehen jetzt einfach hier hin. So, pass mal auf, ich mache jetzt einfach so, als hätte ich den danach irgendwie so reingeklitscht. Und ich Bro, was machst du da? Oh nein, warte, er sieht mich. Ich wollte hier gerade was versuchen. Das ist ja voll das schlechte Versteck. Ja, alles gut, ich versuche doch immer Special Sachen. Wolltest du wirklich den da reinpacken? Der passt doch gar nicht rein. Ja, nee, alles gut. Oh Gott, Leute, das war knapp. Er hat mich hier gerade fast gesehen, was ich hier machen wollte. Wir müssen wirklich aufpassen. Ich muss das mal jetzt hier an einer geheimen Stelle versuchen. So, warte mal, das muss natürlich irgendwie auch so Sinn ergeben, sodass er mir das glaubt, als hätte ich das Fahrzeug irgendwie so unter die Map geklitscht. Aber ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz bei Russik rein, vielleicht hat der mittlerweile ja auch was Gutes und wir wissen sein zweites Versteck direkt. So, was macht der? Der ist, okay, hält sich hier, oh, guck mal, der will in den Baum reingehen.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen, Freunde. Gut, okay. Dann machen wir jetzt hier mal bei uns weiter. Wir müssen jetzt wirklich auch mal unser erstes Fahrzeug verstecken. Passt auf, wisst ihr, was ich mache? Hier einfach beim Polizeirevier. Hier kann man ja wirklich in die Tür so rein. Und jetzt mache ich einfach so, als hätte, würde ich mich hier so, als hätte ich mich hier irgendwie so reingeklitscht, Leute. So. Oha, guck mal, man kann sich hier so, lol, man kann hier sogar wirklich ein bisschen rein. Aber das reicht mir natürlich nicht, Leute. So, wir gehen jetzt einfach hin. Wir werden das Fahrzeug jetzt nämlich hier unter der Karte verstecken. Also eigentlich an einen Ort, wo man gar nicht hin kann. So, und guck mal, einfach, wir lassen das Ding so unter der Karte verschwinden. Oh mein Gott, ist das ehrenlos. Und hier hängt sogar noch der Faden, das Seil dran. Wir werden dann einfach Rustig erzählen, dass wir den hier so unter die Map geglitscht haben. Also er kann das Auto gar nicht finden, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit dem zweiten Fahrzeug. Hä? Warte mal, ey, Russik, wie viele Fahrzeuge hast du schon versteckt? Bro, ich bin beim letzten. Du bist ein bisschen zu langsam, nein, heute. Ich weiß auch nicht, was du da machst. Du hast eins versteckt, er ist jetzt schon beim letzten, Freunde. Also warte mal, das bedeutet ja, dass wir ein Fahrzeug verpasst haben. Ich meine, ich weiß zwei Locations, aber einen habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, Freunde. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Okay, okay, das heißt, wir müssen gleich nochmal Trick 17 machen und uns ein bisschen umgucken hier. Aber davor schauen wir nochmal schnell, bevor er jetzt hier sein letztes Fahrzeug versteckt, Leute. Damit wir natürlich wissen, wo das ist. Spectate Player, wir gucken mal. Okay, erstmal mit dem Motorrad. Sag dir ehrlich, unterwegs. Du wirst mein letztes Fahrzeug niemals finden. Ja, okay, alles gut. Alles niemals. Gut, werde ich niemals finden. Oh, Leute, guck mal, wir wissen jetzt schon, wo er das versteckt. Er will das hier am Rand der... Okay, perfekt, perfekt. Also, Russik, du warst heute wirklich sehr, sehr schnell, muss ich dir sagen. Bro, ich bin schon fertig, Alter. Du bist heute voll langsam. Ja, ist los, ich habe heute ein paar... aber man muss auch sagen, ich habe wirklich krasse Verstecke. Also, das wirst du gar nicht checken, Bro, was ich habe. Ja, versteck halt weiter, Bro. Was soll ich dir sagen? Soll ich mir vielleicht einen Kaffee machen gehen oder so? Also heute langweilst du mich ja wirklich. Also ist ja langweilig, ne? So, okay, Leute, wir haben das zweite Auto versteckt. Ja, aber Russik, du weißt ja, es kommt ja auf die Qualität der Verstecker, weißt du? Ja, Bro, aber... Ja, Zeit ja, halt, entspann ne, dich mal, entspann dich. Du kannst ja hier schon mal zwei Motorräder uns besorgen. Ich versteck noch schnell, wir haben ja noch 5 Minuten. Ja, ist okay, okay, kein Leute. Problem. So, weiter geht's. Das Ding ist, wir wissen 3 seiner Fahrzeuge. Eins hat er da am Rand der Map, eins im Ammunition Store, eins in dem Baum. Aber ein Fahrzeug habe ich leider verpasst, Freunde. Aber da können wir auch gleich mit dem Mod-Menü noch ein bisschen rumfliegen. Nur ich muss jetzt natürlich hier noch selbst schnell meine Fahrzeuge verstecken. Das müssen ja jetzt hier gar nicht die krassen OP-Verstecke sein, weil, Leute, er kann ja sowieso nicht gewinnen. Er kann gar nicht gewinnen, checkt ihr das? So, oh, warte mal, aber wir sollten da schon irgendwie versuchen, aufs Dach hochzukommen. Also selbst wenn er wirklich alle meine Fahrzeuge finden würde, er kann nicht gewinnen. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ja das Schöne daran. So, wir sind mal hier oben. Zack, hier auf dem Dach drauf. Und so, Freunde, guck mal hier. Guck mal hier, das ist doch ein schönes Versteck hier für das Auto. Das ist doch hier gut. Okay, nächstes Fahrzeug ist versteckt. Das heißt, wir kommen jetzt noch zum Motorrad, Leute. Let's go. Ey, Freunde, ich bin auch gleich so gespannt auf seine Reaktion, wenn er sich wundern wird, warum wir schon alle Fahrzeuge von ihm finden. So, jetzt werden wir noch schnell das Motorrad irgendwo verstecken. Mal hier, Leute, hier vorne beim Bauernhof. Da kann ich auch noch mal einmal hingehen. So, okay. Irgendwas richtig Gutes brauchen wir jetzt hier. Wir brauchen jetzt hier was richtig Gutes noch für das Motorrad. Boah, warte mal, ich habe eine richtig eklige Idee. Ah, wobei, warte, ist nicht so gut, wie ich dachte. Ja, Russik, was sagt denn die Zeit? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Bro, ich glaube nur noch 1 Minute oder so. Oh, 1 Minute noch. Oh, Leute, okay, wisst ihr was? Bro, ich mache jetzt hier einfach bist ganz du schnell. Nicht fertig? Ja, ja, alles gut, Leute. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach ganz schnell. Auf ganz, ganz schnell. Ist egal, weil viel wichtiger ist, dass wir jetzt noch rausfinden, wo Russik sein letztes Fahrzeug versteckt hat. Deswegen, ich werde mich mal ganz kurz hier in der Mitte der Map hier kurz verstecken. Ich werde jetzt Russik erzählen, dass ich einfach noch weiter mein Fahrzeug verstecke. Ja, du, Russik, 1 Minute habe ich ja noch Zeit. Ich kann ja noch ganz kurz... Ja, Bro, doch ganz kurz hast du Zeit, bitte, ja? Nein. Ich bin schon bereit, Bro, die ganze Zeit. Nein, wir fliegen hier über die Map, Leute. Ich werde hier, also ich benutze hier wirklich alle unfairen Mittel, die ich benutzen kann. Wo hat er sein Motorrad versteckt, Freunde? Lass mal überlegen. Wir fliegen mal kurz hier überall drüber. Sehen wir irgendwo das Motorrad? Das müssen wir jetzt noch schnell finden. Ich war zu langsam. Ich habe es leider verpasst. Das ist nicht gut. Okay, warte mal. Motorräder. Vielleicht in irgendeinem Interieur. Da passen die ja immer gut rein. Vielleicht hat er es ja auch direkt hier am Start gemacht. Hier in dem Supermarkt. Hier bei den Garagen, Leute. Oh mein Gott. Warte mal, das war gar nicht das Motorrad. Das war der McLaren. Den wusste ich nicht. Warte mal, wo hat denn das Motorrad dann aber versteckt? Ach, ey Leute, ich bin lost. Das Motorrad war ja am Rand der Map. Hier, der McLaren war das. Okay, perfekt. Das heißt, wir wissen jetzt an der Anfangsgarage. Wir wissen am Rand der Map, im Baum und im Ammunition. Okay, wir haben alle Locations. Perfekt. Gut, Russik, ich bin fertig. Ich komme jetzt zum Spawn. Ja, komm endlich, Bro. Ich warte die ganze Zeit schon. Ah, sehr gut. Okay, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, die Fahrzeuge zu finden. Wie würdest du sagen, sind deine Verstecke? Ja, gut. Ich fand sogar eins richtig nice von mir. Bei dir? Okay, also ich muss sagen, eins...
wirst du garantiert nie finden. Okay. Kann ich jetzt sogar, weißt du was, ich gebe dir 5000 Euro, wenn du das eine findest. Das was eine, ich mein. Welches denn? Also, welches denn? Ich sag so, den großen. Wenn du den großen findest, gebe ich dir nochmal 5000 Euro extra. Ja. Bro, das ist doch der einfachste, Bro. Okay, ich fange jetzt hier auch mal an. Ja, so, wir fangen mal direkt am Start an und guck mal erstmal schön hier am Start alles. Ach, da, oh mein Gott, ich habe deinen McLaren gefunden. Ja, okay, ich hab gedacht, vielleicht vergisst du es und übersiehst den Spot. Wie, direkt am Start? Ja. Also das war jetzt aber schwach gewesen von dir, Russik. Also das war ja, also so gut war es ja nicht, aber gewesen. Ich dachte, vielleicht guckst du da nicht rein, Bro. Ja, okay. Sei dir gegönnt, das war auch das Einfachste, würde ich sagen. Ja, das stimmt, das war schon ein einfaches Versteck. Also, wenn du willst, können wir ja auch mal anfangen, ein paar Fragen zu stellen. Ja, hast du was auf einem Dach versteckt? Ja, ich habe was auf einem Dach versteckt. Okay. Ich stelle jetzt auch mal eine Frage. Oder hast du was auf einem Dach versteckt? Nee. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Wir müssen das ganz realistisch machen. Es darf jetzt nicht zu sehr auffallen. Hab ich nicht. Hast du was in einem Interieur versteckt? Der eine war Interieur, sonst glaube ich nicht. Oder bin ich blöd? Okay, warte, der eine ist da, okay, der andere Interieur. Ist da. Mhm. Ich habe wieder vergessen, wo mein drittes Auto was ist. Was gibt's denn so für Interieur? Ich meine, es gibt ja die Bank. Ah, doch, stimmt. Könnte sein, dass wir es in einem Interieur haben, Bro. Es gibt Bank und den Ammon... Ach, guck mal, ich bin ja auch gerade beim Ammonation. Ach, da ist ja das nächste Auto. Bro. Lol, schon zwei gefunden. Einfach dein Audi RS6 gefunden. Ich habe sogar selbst das Auto da vergessen, aber wieso standst du die ganze Formulation gerade rum? Ja, Bro, ich bin rumgefahren, hab überlegt, so. Oh, Leute, das war ein bisschen auffällig, ein bisschen aufpassen. Bro, ich fahr vorbei, ich sehe dich da rumstehen. Als ja, du, nee, du Bro, spielen, das war nur gerade ein Gedankenblitz, was ich hatte. Ich habe ja so überlegt, Bro. Bank, Ammonation, und dann war der da gerade, weißt du, so. Ich finde gerade nichts irgendwie. Oh mein Gott, Freunde, das war echt ein bisschen auffällig. Wir müssen aufpassen mit unseren Fragen, weil Russik soll es natürlich nicht vermuten. Okay, ja, also, aber du bist ja jetzt auch wieder mit der nächsten Frage dran. Ja, hast du. Warte, erstmal hast du was in dem Interieur? Leute, haben wir was in dem Interieur drin? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht. Gut, ein Fahrzeug von mir ist unter der Map. Eins auf dem Dach. Eins. Nee, ich habe nichts in dem Interieur drin. Boah, ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, ein bisschen den Rand der Map abzufahren. Okay, ja. ich suche die ganze Zeit die Aber warte mal, ich glaube, ich darf ja auch wieder eine Frage stellen jetzt, ne? Ja, stell halt. Und Leute, was sollen wir denn als nächstes? Kann ich mal fragen, ob er was in dem Baum drin hat? Hast du etwas auf einer erhöhten Position versteckt? Ja, habe ich. Ah, okay. Ja, gut, dann du darfst als nächstes was fragen. Bro, ich finde gar nichts gerade. Kein einziges. Hä? Okay, das ist komisch. Das ist echt komisch, dass du da nichts findest von mir. Ich brauche jetzt eine Powerfrage. Mach mal eine Powerfrage, Russik. Du hast ja nichts in dem Interieur. Ja. Du hast was auf einem Dach. Hast du ein Fahrzeug nahe am Spawnpoint? Nee, eigentlich nicht. Du, Russik, diese erhöhte Position, von der ich gerade geredet habe, ist das, hast du was zufälligerweise auf einem Baum drauf? Bro. Hast du was auf einem Baum? Du kannst doch was anderes fragen, Bro. Hallo, Russik, meine Frage muss beantwortet werden. Bro, wie kommst du auf Baum? Als ob ich auf einem Baum was verstecken würde. Das ist voll die unnötige Frage, Bro. Beantworte sie mir doch bitte einfach. Ich habe erhöhte Position gefragt, du hast ja gesagt. Dann dachte ich halt einfach, vielleicht auf einem Baum. Ja, okay, ich habe was auf einem Baum. Okay, hast du was auf einem Baum? Nee, ich habe nichts auf einem Baum. Digga, was ist denn, Bro, ich finde nichts. Ich habe nicht mal ein Auto noch. Da muss jetzt hier mal Gas geben. Und du hast schon direkt bei der Fragerunde irgendwie getroffen, Bro. Ja, ich habe schon zwei und eine gute Frage habe ich gestellt. Ich muss auch jetzt so eine Frage stellen. Aber die Frage ist nur, Leute, auf welchem Baum? Ich gucke hier die ganze Zeit die Bäume an, ich finde das gar nicht. Warte mal, wisst ihr was? Ich werde einfach nochmal hier ein bisschen rumhacken und mit Mod-Menü rumfliegen. Bei welchem Baum war das denn hier, wo der das versteckt hat? Es gibt hier echt einige Bäume. Hast du was in der Nähe der Chicken-Fabrik? Ja, weißt du was? Ich habe was... hat mit der Chicken-Fabrik zu tun, wo ich was versteckt habe. Bro, in, was? Auf, unter... Warte, du hast gesagt, nicht in dem Interieur, das Interieur dann. Ja, wenn es drin wäre, wäre es Interieur. Okay, Leute, da vorne, ich hab's gesehen, ich hab sein Auto gesehen. Du hast gerade gesagt, innen, drin, auf. Ja, das war ja mein Tipp nur gerade, das, was mit der Chicken-Fabrik zu tun hat. Ja, okay. Und wenn ich gesagt habe, nicht in dem Interieur, dann kannst du ja das schon mal ausgrenzen. Bro, also irgendwie... Oh mein Gott, Russik, ich hab dein großes Auto gefunden. Bro, ich hab hast gar nichts es schön gefunden, auf Bro. Einem Baum versteckt. Also, Russik, ich weiß nicht, was heute mit dir los ist, aber sieht eher nicht so gut aus jetzt gerade aktuell hier, ne? Digga, ich finde nichts. Also nicht ein Auto, also du hast noch 5 Minuten an sich Zeit, hast du nicht ein Auto gefunden? Ich habe hier schon 3 Autos. Also, so langsam musst du mal. Weißt du was, Russik? Weil heute ist ja auch dein Geburtstag. Leute, Russik hat heute übrigens Geburtstag zu dem Boy. Ich gebe dir mal einen Tipp.
checkt mal das Dach von der Chicken-Fabrik bitte ein bisschen ab, ja? Checkt das mal bitte. Das ist jetzt wirklich schon gewesen, das Bro. Ist jetzt wirklich ein Power-Tipp, ein Power-Power-Tipp. Ich war doch schon da, Bro. Ey, Leute, er wird heute so aufs genommen. Also ich werde jetzt hier mal noch ein bisschen den Rand der Map abfahren. Hä? Bro, ich finde nichts. Ich weiß nicht. Denkt ihr, Leute, Russik hat was am Rand der Map versteckt? Haben wir mal Bro. Da hinten bei der Chicken-Fabrik ein bisschen rum. Ich hab noch nicht mal ein Auto gefunden. Das kann doch nicht sein, Bro. Also ich hab's gerade gesehen, du bist sehr nah dran an einem. Also Russik, heute läuft's wirklich gar nicht. Du weißt, wenn du kein Auto findest, dann Bro, kannst du bei keinem, dann hast du direkt 1000 Euro verloren jetzt. Bro, nein, das wird nicht passieren. Aber das macht mich nervös, dass du schon drei Autos hast und nicht kein einziges. Wir kommen in so einen komischen Zeitdruck. Der gar keinen Spaß macht. Oh mein Gott, Russik, ich hab dein Motorrad gefunden. Alter, das ist jetzt. Das geht nicht. Bro, ich hab noch kein einziges Auto. Der Map. Also, Russik, was ist denn heute gar nicht, Bro. Hier bei ich hab dir nichts, los. Bro. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab gar nichts. Also, Bro, du hast nichts, nur noch 4 Minuten Zeit. Ich geh jetzt mal wieder zum Spawn und dann werde ich dich mal ein bisschen beobachten. Also, Bro, du Russik, kannst langsam. Digga, du musst mir ein bisschen helfen. Du findest Bro, ja gar nichts heute. Oder so, Tipps oder so. Okay, komm, ich werde dir mal, Leute, ich will es natürlich nicht zu verurteilen. Hast du was bei einer Farm versteckt? Also, erstmal, ich gebe dir jetzt wirklich Power-Tipps, ja? Weil, aber nur weil heute dein Geburtstag ist. Ich werde dich jetzt hier einfach beobachten. Bro, das kann echt nicht sein. Also, ich bin halt echt. Also, du kannst nicht. Auf jeden Fall mal. Fahr nochmal zu der Farm hinten, zum Bauernhof. Ja. Fahr nochmal bitte zum Bauernhof. Hier habe ich alles abgesucht, wirklich. Ja, ja, falsche Richtung, kälter. Fahr zum Bauernhof zurück. Achso, zum Bauernhof, sorry. Zum Bauernhof. Ich Chicken Farm gerade. Ja, ich gebe dir jetzt mal wirklich einen Power-Tipp. Check mal bitte. Guck mal da vorne, wo der Strommast ist. Naja, du bist gerade dran vorbeigefahren, hinter dir, kälter. Und da schau dir mal vielleicht ein bisschen die Büsche an. Alter, ja, okay, da ist Motorrad drin, also, das ist brutal Russik, schwer. Das ist ja jetzt hier wirklich. Ja, okay, also das ist ein das schweres Versteck, Bro. Hä? Das war geschenkt. Geschenkt habe ich dir. Also, Russik, du sollst dich beeilen. Du hast noch 3 Minuten Zeit, ne? Ja, okay. Du weißt, du brauchst mindestens 3 Fahrzeuge. Warte, das ist bei der Chicken Farming. Also, Russik, ich werde jetzt so einen Power-Tipp wie gerade eben, kann ich dir nicht mehr geben. Das war ein Mitleidspunkt, den ich dir geschenkt habe. Ich weiß echt nicht, was heute mit dir los ist. Und Chicken Farm Dach habe ich dir auch schon gesagt. Ja, aber das ist. Ich war eigentlich schon überall hier. Guck mal, hier war ich, da war ich. Ja, du musst ja halt manchmal auch ein bisschen. Also, ich finde, du bist leider ein bisschen schlecht geworden. Oh mein Gott, ich hab's gesehen gerade. Er hat was gesehen. Ich hab's gesehen, Bro. Leute, ich werde jetzt mal noch ein bisschen provozieren. Ich muss leider sagen, du bist leider ein bisschen schlecht geworden in. Bro, ey, ich weiß nicht, wieso ich das nicht gefunden habe. Ich war irgendwie die ganze Zeit bei diesem Main-Gebäude in der Mitte, Bro. Ich weiß auch nicht. Egal, 2 Autos, okay. Eins finde ich noch, Bro. Eins finde ich noch. Ja, safe. Du hast jetzt nur noch 1 Minute. Ich gebe dir jetzt noch einen letzten Power-Tipp, ja, damit du wenigstens 3 Fahrzeuge findest. Und zwar schau dir mal die Werkstatt ein bisschen an in der Stadt. Ja, da gibt's ein Werkstattgebäude. Nee, das ist ein Schrottplatz. Da gibt's ein Werkstattgebäude. Du hast wirklich die letzte Minute läuft. Du sollst dich beeilen. Ja, guck mal, das ist doch eine Autowerkstatt. Guck dich doch da mal ein bisschen besser um. Ich muss aber wirklich sagen, Russik, du bist heute sehr, sehr schlecht. Ich hab's. Du bist heute leider sehr, sehr schlecht. Voll nice, Bro. Hey, Leute, Alter. Russik hatte voll Schwierigkeiten, obwohl ich die Bummi verstecke. Also eigentlich voll die Bummi versteckt. Bro, also das, das ist geisteskrank gut versteckt. Ehrlich. Okay, ja gut, dann die Zeit ist abgelaufen. Du hast jetzt 3 Fahrzeuge nur gefunden. Aber ja, ich muss. Drei. Das reicht für die Challenge, Bro. Ich muss aber leider sagen, war doch sehr schwach heute von dir. Also so kenne ich dich ja gar nicht. Ey, Russik. Zeig mal dein letztes. Wo ist das letzte? Also ich hab. Ey, das ist das, wo ich 5000 Leute bekomme. Genau, wenn du das gefunden hättest, hättest du 5000 Euro bekommen. Bro, ich setz dich gerne mal bei mir aufs Motorrad drauf. Also ich sag dir ehrlich, die Chicken Farm ist okay. Die war jetzt schwer. Mal bei mir aufs die war Motorrad einfach. Drauf. Okay, Leute, ich bin jetzt gespannt, was er dazu sagt. Also Russik, man muss dazu sagen, das letzte Versteck, das ist wirklich auch ein OP-Power-Versteck gewesen. Habe ich so auch noch aber nie geschafft. Bro, ich hab alle Verstecke eigentlich Warst du hier in dem Polizeirevier drin? Das Interieur, Bro. Ja, ja. Warst du da drin? Ich hab doch nicht geguckt, du hast kein Interieur. Ja, ich rede ja auch nicht von einem Interieur. Ist nicht hier drin. Aber guck mal, vielleicht fällt dir hier eine Sache auf. Und zwar, steig mal bitte hier ab. Steig mal bitte ich ab. Ich hab hier nicht geschaut, Bruder. Nein. Aber du musst nicht hier drin dafür sein. Ja, Bro, Russik, wo soll und hier zwar, was sein, Digga? Es gibt hier nämlich eine Sache. Ja. Und zwar, ich hab hier einen Glitch gefunden mit dieser Tür. Und zwar, guck mal hier auf dem Boden. Siehst du das hier? Ja. Siehst du diese kleine blaue Ecke? Was ist das? Das ist ein Teil vom Auto. Geh mal ins F9-Menü rein. Bro, das,
Das ist nicht witzig. Oh Digga, mein Gott, das Leute. Ist Cheaten, Bro. Das, geht das ist gar nicht Cheaten. Ich hab hier. Ich hab in die Tür. Ich hab mich da reingeklitscht. Du hast es unter den Boden reingemacht. Ja, Bro. Aber du hättest es ja noch sehen können. Da hat man ja ein bisschen was auf der Karte gesehen. Hättest du ja noch sehen können. Also, das geht gar nicht, Bro. Also, Russig, da musst du halt einfach leider besser deine Augen aufmachen. Also, guck mal, aber ich gut. sag dir ganz ehrlich, ja? wenn es jetzt ein krasses Auto wäre, hätte ich mich beschwert. Aber diesen Truck will ich eh nicht haben. Deswegen ist okay. Na gut. Aber dann das war echt einer zu viel. Leute, da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Challenges. Und da werden wir natürlich auch wieder rumhacken. So, Freunde, wir kommen jetzt als erstes natürlich erstmal zum Sumo-Battle. Dafür nehme ich hier natürlich den fetten Truck, Leute. Okay, Russik, wir sehen uns auf der Map. Okay, Leute, wir sind jetzt hier auf der Sumo-Battle-Map. Natürlich muss man normalerweise den God-Mode ausmachen. Da haben wir natürlich nicht aus. Und ich werde hier direkt noch meinen Multiplier, also meine Beschleunigung ein bisschen hoch machen. Und die Traktion machen wir auch hoch, damit wir natürlich mehr Grip haben. So. Also, Russik, du weißt ja, wie das hier ist, ne? God-Mode raus und nur 10er Beschleunigung machen wir, ja? Okay, ich bin ready. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins, let's go! Bro, du hast das falsche Auto genommen. Ich werde dich wegschleudern. Oh mein Gott, Leute, der schleudert mich halt wirklich ein bisschen weg. Also ich weiß ja nicht, was du dir dabei gedacht hast. Es ist der Grund, wieso ich dein Auto nicht finden Leute, wollte, warte mal. Bro. Pam! Leute, ich will doch hier cheaten und jetzt macht er mich hier wirklich noch fertig. So, aber okay, alles gut. Alles ist gut, Leute, weil das Ding ist, er kann mich ja so gut wie gar nicht zerstören. Ich kann ja einfach hier ein bisschen rumcheaten, Leute. Ich habe eine Idee, was ich machen könnte. So, ich muss nämlich einfach nur sein Auto zerstören. So, ich muss uns vielleicht einfach nur in die Nähe hier von diesen Bomben bringen. Dann kann der schon mal gar nichts machen. Ciao, oh. Bro. Wow. Oh nein, oh nein. Du bist raus. Oh nein. Oh, Leute, der hat sogar wirklich einmal gewonnen. Hey, mein Auto ist fast explodiert, aber oh es läuft mein Gott. Bro. Ja, easy, Bro. Na 1:0 für dich. Okay, Leute, der Plan läuft gar nicht so gut, weil das Fahrzeug war total schlecht, aber egal. Selbst wenn er jetzt hier einmal gewinnt, oh Gott, er schießt mich so nach oben. Selbst wenn er jetzt hier einmal gewinnt, Leute, dann werden wir gleich bei den anderen Challenges richtig rasieren. Dann vermutet er vielleicht noch weniger, dass wir überhaupt gehackt haben. Oh mein Bro, Gott. Ey, Russik, du spielst ja so mit mir. Ich habe ja gar keine Chance. Bro, guck mal, das Ding ist, du hast dich vielleicht gefreut, weil du besser im Hide and Seek. Oh Gott. Ey, aber oh dein Gott, Audi, der kriegt ja schon ein paar Kratzer hier. Ich habe ja nicht mal einen Kratzer, Junge. Ja, wieso, Bro? Oh Gott, aber Reifen treffe ich heute irgendwie nur, glaube ich. Oh Leute, ich glaube, wir haben wirklich keine Chance mit dem Ding zu gewinnen. Nein! Und ciao! Oh mein Gott, nein, nicht raus. Ich muss ihn mindestens einmal hier fertig machen. Was? Oh Leute, das ist echt total schlecht, dieser Truck für Sumo. Und, oh! Wie bist du? Raus mit dir! Was? Warte, raus mit dir! Ja, okay, Bro. Easy, oh mein Gott, Bro. Ich hol mir das Geld ab. Leute, ich da wollte ich hier cheaten und wir haben trotzdem verloren. Wir haben noch das Rennen und das Shoutout-Battle. Ja, gut, Russik, du freust dich ja jetzt hier, dass du dein Geld kriegst, aber naja. Bro, okay. Ich hopse mit Motorrad jetzt, Bro. Du wirst das Motorrad nehmen. Ja, okay, ja, weißt du was, dann werde ich hier den McLaren nehmen. So. Bist du dir sicher? Ja, ja, alles gut. Ich habe keine Hindernisse und so, ich kann ausweichen. Ja, ich glaube dir, alles gut. Wir machen ein Rennen bis zum Casino, ja? Wer als erst beim Casino-Eingang ist. Okay, Leute, jetzt müssen wir aber hier richtig durchdrehen, einmal schnell. Und zwar Vehicle Multiplier. Wir müssen hier jetzt richtig schnell machen hier den Wagen, damit der gar nicht hinterher sieht. So, okay, Russik, ja, ich bin ready. Bist du auch ready? Okay, 3, 2, 1, let's go. Go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der McLaren. Tschüss, Russik! Alter, Leute, Aber du crashst! Oh mein Gott, ey, Leute, wir fetzen hier mit 600, 700 km/h entlang! Bro, ey, Leute, der ist zu schnell! Bro, der ist zu schnell! Nein, geisteskrank! Ey, ich bin schon gecrashed, so schnell bin ich! Oh, ich seh's, jawohl, ich hol dich wieder ein! Ja, alles gut, Russik, alles gut! Ey, Leute, aber gleich auf dem Highway, auf der Autobahn, werden wir so hier entlang brettern, da wird Russik gar nicht durchsehen. Bro, ich seh dich noch! Ja, wo bist du? Ich überhole dich, ciao! Okay, Leute, alles gut, Leute, wir lassen ihn uns überholen. Wir lassen ihn überholen, keine Sorge, Jungs. Weil jetzt drehen wir hier nochmal völlig durch. Bro, bau weiter Unfälle mit deinem komischen McLaren. Na, wie läuft's bei dir so? Wie viele Kilometer hast du noch? Ich habe gar kein Navi angemacht. Ich kenne die Strecke auswendig, mein Lieber. Okay. Oh, Leute, oh mein Gott, wir müssen ihn unbedingt aufholen. Ey, da vorne ist er! Tschüss, Russik! Wie bist du denn hier so vorbeigeflitzt? Nein, wir sind wieder gecrashed. Ey, Leute, das ist echt ein bisschen das Problem. Der ist zwar super schnell, aber auch sehr schwer zu kontrollieren. Ich werde dich hops nehmen. Und jetzt, oh, Leute, ich muss jetzt hier einen Lucky Jump machen. Alter. Schön Jumper. Oh,
Oh mein Gott, sehr gut. Taktisch gelandet, taktisch gelandet, taktisch gelandet. Und ich bin da. Nein, Bro. Oh mein Gott, ich bin sogar zu weit geflogen. Ja, ich bin aber auch da. Es war knapp, Alter, Bro. Also Russik gut gefahren. Oh mein Gott, Leute. Knapp, Bro. Das war sogar wirklich Finale, knapp. Ich jetzt so ja, jetzt nehmen. Finale Shotout-Battle. Let's go. Okay, Russi, wir kommen jetzt zum Shotout-Battle. Du nimmst hier den McLaren, dann nehme ich den Audi ja, R6. Bro. Ich habe ihn doch bei dir gerade gesehen, der war ja voll schnell. Aber warte mal. Leute, ich dass er jetzt hier Fragen stellt. Bro, wie hast du mit dem 600 geschafft? Bro, ich weiß nicht, vielleicht ist deiner auch ein bisschen kaputt hier vom Verstecken oder so. Ich weiß es nicht. Na, Bro, 400 nur gepackt. Naja, schnapp dir jetzt auf jeden Fall mal eine Pistole und du weißt ja, God-Mode rausmachen, ja? Ja, okay, ich hab... Leute, wir lassen natürlich unser God-Mode drin, dass er uns gar nicht killen kann. Dann 3, 2, 1, los geht's! Bam! Oh, okay. Das hat bestimmt dir Schaden gemacht, hä? Nee, du hast mich gar nicht getroffen. Wie? Aber ich meine so vom Crash? Alles gut. Oh, ey, du triffst ja gar nicht, Russik. Bro, easy gleich. Oh, du hast mich getroffen. Oh, Bro, okay. Digga, ich schieße gerade die ganze Zeit deine Reifen ab. Ich wollte die ein bisschen schwingen, aber die gehen gar nicht kaputt. Ja, irgendwie, ich glaube, der Audi hat sehr stabile Reifen. Bro, ich hab dich doch jetzt getroffen. Bro, da spritzt überall Blut. Nee. Hä, das muss ein Fehler, Bro. Das muss ein Anzeigefehler sein. Wie viel Leben hast du? Ich hab halbes Leben. Einmal hast du mich getroffen. Ah, okay. Ich erzähle ihm jetzt einfach irgendwas, dass er mich einmal getroffen hätte. Bro, ich würde dich so hops nehmen jetzt. Oh, okay. So, wir brauchen jetzt hier mal eine richtige Pistole, eine schwere Pistole, Leute. Ich würde dich jetzt hops nehmen, mein Lieber. Russik, das war gerade irgendwie ein Leck oder so. Aua. Leute, wir haben ihn gerade getroffen. Was sind da los bei dir, Russik? Bro, ich hör dich. Hab ich ihn getroffen? Hab ich ihn getroffen? Wie viel Leben hast du noch? Bro. Bam! Headshot! Bro, wie viel Leben hattest du? Halbes Leben hatte ich noch gehabt, sag ich ehrlich. Bro! Ich hab dich gerade mit der Kalaschnikow abgeknallt. Nee. Bro, leck, das hat geleckt. Oh Gott, Leute, ich glaube, der checkt das gleich, dass ich gehackt habe. So, Stani, bist du bereit für das 1.000 € Stadtsprung-Experiment? Ich bin bereit. Okay. Magst du manchmal schon, dass ich der Stadtsprungmeister bin? Ja, wahrscheinlich wirst du heute mal wieder gewinnen. So, Stani, also du weißt natürlich wie immer die Regeln, ne? Du weißt ja, wir müssen einstellen, auf jeden Fall, dass wir so einen 100er Multiplikator haben, okay? Ja, hab ich schon alles Leute, machen natürlich, dass wir ein bisschen schneller sind. Leute, was Stani nicht weiß, ist, dass ich hier jetzt schon 120 eingestellt habe, aber jetzt ganz leise sein. Wir fangen natürlich erstmal locker an. So, okay, gut, ja, wenn du einen 100er Multiplikator hast, dann ist es schon mal gut. Hier vorne ist das erste Level, aber du weißt ja, wie das läuft. Wir machen natürlich wie immer erstmal ein random Vehicle. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen ganz locker an. Jeder spawnt sich einfach mal eins für sich selbst. Okay, warte. Spawn hier mal eins. Okay, das ist schon mal nicht schlecht hier. Gut, dann spawn ich mir mein Fahrzeug. Nein, das wippt, das ist so ein Müllauto. Das ist ja voll schlecht, Leute. Das ist so wichtig, dass man die erste Runde gewinnt. Mein Gott, weißt du was, wir fahren einfach mal zusammen los. Aber ich glaube, das wird eh nichts bei mir. Komm, du kannst schon mal vorfahren. Ich brauche eh ein bisschen länger. Let's go. 3, 2, 1, go. Tschüss. Oh mein Gott, ey, mein Auto ist voller Müll. Das kann man ja gar nicht fahren, ey. Oh mein Gott, Bro. Ja, das war's, Leute. Erste Runde geht auf jeden Fall safe an Stani. Ey, Leute, ich hätte mir jetzt natürlich auch ein anderes Auto spawnen können hier beim Cheaten. Aber ich habe mit Absicht jetzt mal noch nicht übertrieben. Wir fangen langsam an, weil Stani soll es ja nicht merken. Liegt gut. Ja, und läuft gut bei dir? Ja, war okay. Es ist kein Ultrakasten. Also, Bro, mein Auto ist wirklich katastrophal. Das flippt hier komplett rum. Ich fliege überhaupt nicht weit. Und okay, ich glaube, das wird hier direkt schon mal der erste Punkt für Stani. Oh Mann, ey, Leute, das ist gar nicht gut. Ich bin sogar hier vorne in dem Hafengebiet gelandet. Na gut, wir gehen mal wieder zurück auf die Rampe. Also, Stani, ich sag dir ehrlich, ich glaube, du bist heute wirklich der Stadtsprungmeister. So, erster Punkt geht an mich. Und ja, du darfst dich entscheiden. Bugatti. Okay, Bugatti oder so ein anderes Zukunftsauto. Sehr interessant hier. Ja, gut, okay. Okay, Stani. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob du dich richtig entschieden hast, mein Freund. Fahr du mal vor. Wir gucken mal bei dir zu jetzt hier. So, wir gucken mal bei Stani rein, Leute, wie es bei ihm läuft. Yo, 1.100 km/h. Oha, das ist schon mal ziemlich gut. Der fliegt. Ist auch sehr gut. Das Ding ist ja, wir dürfen ja, wenn wir landen, dürfen wir auch noch ein bisschen weiter rollen, ne? Ja, klar, so weit wie du rollst, nur nicht mehr fahren. Okay. Stani fliegt sehr gut. Ja, gut, okay. Mal gucken, ob wir das knacken können. Leute, jetzt sind wir dran. Was Stani nicht weiß, ich habe ja auch so eine Jump-Funktion in der Luft aktiviert. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal weiterfliegen. Oh mein Gott! 1.100 schon mal sehr gut.
1100 ja, schon mal sehr gut. Nein, du bist aber nur ein Tick weiter. Oh ja, aber Stadi, trotzdem bin ich weiter. Ja. Okay, Stadi, hast dich mal wieder falsch entschieden. Das bedeutet 1:1 zurück auf die Rampe. Leute, wir gehen jetzt hier gerade mal zurück zur Rampe. Wir mussten noch gar nicht die Sprungfunktion benutzen gerade, aber es steht trotzdem 1:1. So, Stadi, nächstes Random Vehicle Battle. Jeder spawnt jetzt mal eins für den Gegner. Du darfst mal anfangen. Okay, und Max, du bekommst einen Zug. Okay, einen Zug, ja. Oh, danke für das Auto. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, okay. Das ist okay, Bro. Ich werde jetzt auch mal dein spawnen. So, random Vehicle. 3, 2, 1 und... Oh! Was ist das denn? Alter, ey, Stadi, das war jetzt ja ein Zufall hier. Ey. Oh Mann, ey, sehr gut. Gut, dass du so eine Müllkiste bekommen hast. Leute, wir haben ihm natürlich hier richtig schön so erstmal so einen alten Beetle hier gespawnt. Stadi, sollen wir einfach mal zusammenfahren? Komm, wir fliegen mal zusammen. Ja, ich sag dir ehrlich, ich würde das Auto nicht unterschätzen. Ja, ich werde den auch nicht unterschätzen. Komm, dann 3, 2, 1 und let's go. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Was? Oh, wie schnell ist das Ding denn? Bro, guck mal! Nein! Ach du Heilige! Mal, ach du Heilige! Oh mein Gott! Hä? Okay, das ist krass, das ist krass. Okay, Leute, jetzt müssen wir die Jump-Funktion aktivieren, weil wenn ich hier Leertaste drücke, dann fliegen wir nämlich immer ein bisschen weiter und höher. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass ich hier weit genug fliege. Na, Bro, Stani? Das war ein Rekordauto! Ah, oh mein Gott! Oh mein Gott, okay. Wo bist du, wo bist du? Also ich bin noch in der Luft hier gerade. Ey, was laberst du, Bro? Bro, du bist ja übel weit geflogen. Ja, wo bist du denn? Warte, ja, Bro, ich falle hier gerade runter. Oh, nein, ich komme nur bis zur Autobahn. Oh, kleiner Baby, Max. Nein, okay, 2-1. Das hätte ich nicht gedacht, dass das alte Auto so schnell ist. Na gut, okay, wir gehen mal wieder zurück auf die Rampe, Leute. Gar nicht gut. Ey, Leute, was? Das Auto war voll gut, was wir ihm gespawnt haben. Das hätte ich nicht gedacht. Das Problem ist, wir konnten gerade nicht unsere Flugfunktion aktivieren, weil er wollte uns zuschauen. Wir müssen natürlich aufpassen. Er liegt noch mit einem Punkt vorne, aber das wird sich gleich schnell ändern. Keine Sorge. Ja, gut, Stani, 2-1. Du darfst dich jetzt hier mal wieder entscheiden, aber wir haben ja gelernt, das hat nichts zu heißen, wenn man sich entscheiden muss. Baby, was nimmst du? Ein Audi A6 oder ein Tuning-BMW? Ich nehme BMW, weil okay. Der BMW ist immer der krasseste. Ja, BMW ist so ein Tuning-BMW, der sieht natürlich schon sehr krass aus. So, gut, Stadi, dann fahr du doch jetzt mal vor mit deinem BMW hier. So, Leute, Stadi blitzt vor und... Neuer Rekord, 1100 km/h. Boah, okay, das ist schon echt schnell. Leute, was Stadi nicht weiß, ist, dass ich jetzt hier den Boost aktiviert habe. Also, wir werden safe weiterfliegen. Zack. Okay, und wie läuft's bei dir so, Bro? Ich fahre jetzt mal hinterher. Ich fahre jetzt mal hier schön hinterher. Also, ich bin auf jeden Fall ein bisschen weiter wie der Lambo. Oh, Bro, bei mir läuft's sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich fliege ja schon voll über dich drüber. Junge, der fliegt ja richtig weit. Ja. Ey, Bro, du hast dich leider wieder falsch entschieden. Muss ich echt sagen, Audi Power hier ganz strong. Also ganz, ganz easy bin ich hier an dir vorbeigeflogen, Stani. Also das war nichts gewesen. Leider mal wieder falsch entschieden. Ich glaube, du bist doch nicht der Stadtsprung-King. Sorry. Ich glaube, du bist doch nicht der King. Die Autos sind mir noch nicht so bekannt, also chill erstmal. Bleib mal ganz locker. Na gut. Ey, Leute, wir mussten gerade nicht mal diese Boost-Funktion benutzen. Wir sind so oder so schon weitergeflogen. Aber ist gut, Leute. Ist gut. Das heißt, er kann natürlich auch noch nicht unsere Cheats bemerken, ja? Gut, Stani, dann machen wir jetzt mal wieder ein random Vehicle Battle, mein Freund. Und zwar spawnt sich jetzt jeder zwei Fahrzeuge für sich selbst, ja? Okay. Fang du mal an. Spawn du mal deine zwei. Das war's. Sehr OP. Das war's. iCrimex kann einpacken. Okay, okay. Du darfst auch noch einen spawnen. Ich hab doch zwei. Ich hab einen gerade gelöscht. Das war Bugatti. Achso, du hast schon gelöscht. Okay. Gut, dann mache ich guck mal, jetzt. Wie der fährt. Guck mal, wie der fährt. Dann mache ich jetzt meine. Dann mache ich jetzt meine zwei. Okay, ich mache hier und eins. Ah, okay, Leute. Der BMW ist schon mal nicht so gut. Und zwei. Spawnt nicht. Hallo, warte, lädt nicht. Lacherbug. Und zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist krass, aber ich glaube... Bro, das ist das krasseste Auto überhaupt hier, hä? Ja, sag das nicht. Das heißt nicht, dass beim Stadtsprung gut ist, würde ich nur sagen. Gut, ne? Weißt du was? Diesmal werde ich mal anfangen, ja? Oder nein, weißt du was? Wir fahren gleichzeitig jetzt mal. Okay, drei, zwei, eins, let's go.
Oh mein Gott, oh mein Gott, ist der krank. Oh mein Gott, ist der cracked. Wow, okay, du bist aber es, ja, ich weiß, was du jetzt meintest. Oh Gott, meiner ist voll Müll, Junge. Oh. Ey, meiner ist... Ah, warte mal. Oh. Nee. Ist oh. Müll. Leute, nee, Leute, sind wir weiter? Sind wir weiter? Ja, ich glaube, ja, wir sind weiter. Okay. Let's go. Ach, Stani. Ey, das war das schlechteste Auto, was ich jemals hatte. Ich sag lol, und der sah so OP aus. Aber ich muss sagen, ich habe von meinem BMW hier auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, die LED-Autos sind nicht gut bei Stadtsprung. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, nächster Punkt für mich. So, Stani Banani. Ich habe hier gerade gewonnen. Das heißt, ich darf mich entscheiden. Wir haben einmal eine S-Klasse Mansory oder so ein Müllauto. Ich nehme hier natürlich S-Klasse Mansory, Bro. Großer Fehler, Bro. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, Stani, ja, dann werden wir doch jetzt mal sehen, ob das so ein großer Fehler von mir mal, Bro. Also, ich sag dir ehrlich, das Ding ist, guck mal, das hat sogar LEDs, ne? Ich hab die Mansory Power. Ja, komm, dann fahr vor. Dann fahr vor, wenn du so sicher bist. Fahr vor. Okay, warte. Leute, selbst wenn er weiterfliegt, wir werden jetzt gleich einfach hier komplett unser Nitro und so in der Luft aktivieren, unseren Boost, Leute. Der wird eh nicht weiterkommen. So, okay, und wie läuft's bei dir so? Ja, neuer Rekord, das neue Rekord. Aha, okay. Oder? Ja, ist ein neuer... Bro, ja, ich guck dir also zu, wo soll denn das ein neuer Rekord sein? Du bist ja nicht mal bis zum PD geflogen, du Noob, ey. Ja, auf dem Highway, er ist auf dem Highway gelandet. Aber guck mal hier, ich bin hier in der Mitte vom Highway gelandet. Ja, gut, okay, Bro, ich komme jetzt mal kurz hier an. Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay, Bro, easy. Easy, guck dir das an. Junge, hä? Bro, wie ein Pfeil ist der hier in der Luft. Junge, was ist das denn? Oh! Oh, nein. Let's go! Bro, nur ein Tick weiter. Leute, zum Glück hatten wir den Boost hier gerade. Könntest du tun, du lachst dich gerade einfach. Ey, Bro, wie viel steht jetzt? 4 zu 2, Stani? Ja, was denn da bei dir los? Okay, okay. Chill. Also irgendwie, ich dachte, du bist der Stadtsprungkönig. Ja, du hattest gerade ein bisschen mehr Glück gehabt, aber es sind doch so viele Autos da. Na gut, also. Es sind noch echt viele da. Okay, komm, dann einfach jeder schnell eins für den Gegner spawnen. Wir machen jetzt hier ganz schnelle Welle. Oh, danke schön. Motorrad ist nicht erlaubt. Motorrad ist nicht erlaubt. Wie, Motorrad ist nicht erlaubt? Motorrad ist nicht erlaubt wegen AHA. Ja, Motorrad ist nicht erlaubt wegen Flyglitch, ganz einfach. Ja, gut, okay, dann hier. Okay, das ist ein Flugzeug, das ist auch nicht erlaubt. So, die Kiste gebe ich dir doch gerne. Aber ich sag dir ehrlich, die fällt runter. Nein, das Ding ist, du hast ein GTA-Auto. Also fühl ich mal. Ja, Bro, die GTA-Autos sind doch gar nicht mal so schlecht, haben wir gerade festgestellt. Was laberst du? Ja, okay, komm. Dann lass wieder gleichzeitig. Dann lass wieder gleichzeitig, wenn du denkst. Ja, okay. Gut, dann 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott. Guck dir das an. Ja, mein Auto. Guck dir das an, Stani. Guck dir das an. Keine Chance. Aha, guck mal, wer hinter dir kommt. Ja, okay, du fliegst schnell, aber das hat nichts zu bedeuten, dass du weiterfliegst. Bro, Und, oh, ganz knappe Sache, ganz knappe Sache. Bitte, ja. Bitte. Ja, ich flieg weiter. Hä? Oh mein Gott, ich schwör, alles ist da bei mir so aus, als würdest du in der Luft stehen, Alter. Hä? Wie stehen? Ich hab's auf einmal voll überholt gehabt. Ja, Bro, du warst auf einmal schnell, aber ich glaube, dann bist du schneller abgesackt. Vielleicht war dein Auto schwerer als meins oder so. Ey, Bro, aber was gibst du mir auf eine Müllkarte, ey? Ja, also, ey, Stani, das ist jetzt hier 5 zu 2, also... Bro, ich würde mich mal freuen, wenn du dich mal wieder anstrengen würdest hier für die Zuschauer. So, aber okay. Welches Auto nimmst du? Oh, ich nehme mal hier den Dior, McLaren. Da merkt man, wie dumm du bist. Hä, aber warum? Mehr sage ich dazu nicht. Also das werde ich jetzt locker gewinnen. Ich kenne die Autos. Okay, na gut, wenn du denkst, dass du das gewinnen wirst, dann lass uns doch mal wieder gleichzeitig fahren. Ja, ich kenne die Autos. Ey, Leute, er hat so keine Chance. Gerade eben wäre er auch weitergeflogen, wenn ich nicht geboostet hätte. Komm, wir machen gleichzeitig. Und let's go. Oh, mein Gott. 1300 km/h. Was? Ende, Bro, der Wagen ist krass. Bro, wo fliegst du denn hin, Alter? Der Wagen ist krass. Der Wagen ist. Wobei, ich flieg gar nicht. Ich flieg gar nicht so ultra heftig weit. Ich wusste, dass der krass ist, deswegen war mir klar, dass ich verliere. Und du kannst die Autos auch nicht mal. Zack. Da merkt man mal, dass du dich. Wenn du einmal verlierst wieder. Bro, es steht 6 zu 2 mittlerweile, Stani. Was kannst du überhaupt? Ja, weil du gerade auch aussuchen darfst. Oh, ey, Leute, wir werden ihn jetzt mal noch hier schön ein bisschen provozieren, Leute. Also, das, ich dachte wirklich, du bist besser in GTA. So, ich dachte, jeder für sich ein random Vehicle. Ja, okay, jeder. Weißt du was, wir machen jeder spawnt sich 3. Jeder spawnt sich 3. Sogar, okay. Ja, jeder darf sich 3 spawnen. Und 1. Oh. Und 2. Oh nein, ich hab die Old Vehicle an.
Nein. Ja, das Pech. Eins ist weg, das erste ist weg. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, warte, mein zweites. Und Leute, so, dann mein drittes jetzt hier. Nein, oh mein Gott, ich hab wirklich nur Müll. Ich hab wirklich nur Müll gespawnt. Mein erstes war ganz gut. Und ich nehme meinen Bus hier. Da müsst du mich jetzt wahrscheinlich auslachen. Okay, aber der Bus ist okay. Stani nimmt den Bus. Okay, okay, okay. Warte mal, ich komm mal kurz neben dich gefahren. Ey, Leute, jetzt werden wir ihn mal sabotieren. Und zwar, ich werde jetzt mal kurz seine Reifen kaputt machen, ohne dass er es merkt. Warte mal kurz. Wenn du jetzt weiterkommst, kannst du spielen, sag ich ehrlich, Alter. Das wie, was meinst du? So. Junge, mit dieser Schrott. Sorry, ich habe einen guten. Ich kenne das Auto, das ist gut. Okay, warte mal. Was machst du denn da? Ja, warte mal. Ich muss hier. Ich glaube irgendwie, dass du ein bisschen cheatest hier, Bro. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, dass du nicht irgendwie cheatest. Ja, Bro, Auto steht jetzt warum im bist Weg. Du dir denn so sicher, dass du mit mein der. Auto steht im warum Weg. Bist du dir so sicher, dass du mit der Kiste hier gewinnst, Bro? Junge, weil ich das Auto kenne. Leute. Bitte pass mal auf, ich gehe jetzt hier auf die Reifeneinstellung. Ich mache jetzt hier mal erstmal seine Reifen kaputt. So, und zwar, zack, zack. Okay, wir haben jetzt erstmal erstmal Platten gemacht. So, Stani, zack, ja, okay. Was? Ja, gut. Ja, du darfst jetzt vorfahren. Fahr mal los. Easy. Leute, wir haben jetzt erstmal Platten gemacht. Das bremst ihn ein bisschen aus. Und? Okay, das ist krass, das Auto. Was? Bro, das ist richtig krass, das Auto. Was, wie weit fliegst du denn? Oh, mein Gott, meins ist nicht gut. Meins ist leider gar nicht gut. Meins ist leider gar nicht gut, Bro. Meins ist leider gar nicht gut. Oh. Leute, ich darf jetzt hier nicht übertreiben, weil ich glaube, er guckt mir gerade schon zu. Ich darf jetzt hier nicht boosten. Deswegen, wir werden die Runde verlieren, aber es fällt nicht auf. Junge! Ja, okay. Ja. Easy win. Und da ist der erste Punkt wieder mal. Ja, gut, okay. 6-3. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Kornstein, ja? So, und jetzt eine ganz klare Geschichte. Was nimmst du hier? Rolls Royce oder was? BMW. Das ist ein Freeround für mich, Bro. Okay, er nimmt hier so ein BMW. BMW sind hier immer ziemlich gut, Leute. So, Stani, warte mal, bevor du losfährst. Ich komm mal hier neben dich. Wir fahren jetzt gleich mal wieder zusammen, yo. Ja? So, warte. Du weißt schon, dass das hier mit eins der besten Startsprungautos ist. Ja, ne? Ja, Bro. Aber mein Rolls Royce ist auch krass. Warte mal ganz kurz. Ja, ich muss ja mal schnell was gucken. Leute, wir gehen jetzt hier mal kurz in die Einstellung von seinem Fahrzeug und jetzt werde ich hier erstmal ihn komplett langsam machen. Ich werde hier mal seine Geschwindigkeit einfach mal auf 100 km/h cappen, Leute. Dann werden wir hier so noch sein PS auf 0,5 stellen. Wir werden sein Auto jetzt mal hier voll langsam machen, Leute, aber verratet es nicht, Stani. Ey, Max, was brauchst du denn immer ja, so? Ja, Bro, ich habe hier gerade meinen Zuschauern kurz geredet. Komm, dann lass jetzt los. 3, 2, 1 und let's go! Hey, Stani, du bist ja voll langsam. Bro! Warum bist du denn so langsam, du? Ja, Bro, ist das ein anderes Auto? Bro, du hast bestimmt ein anderes Auto gemeint, weil der ist der ja echt gut. Bro, der fliegt gut. Hä? Der fliegt richtig gut. Wie? Der fliegt richtig gut. Der ist zwar langsam. Hä, hey, warum fliegt der so weit? Oh. Wo bist du, Max? Bro, ich bin hier auf dem Highway gelandet. Ah, nee, du bist vor mir. Oh. Ey, Bro, das Auto ist eigentlich gut geflogen, ich sag ehrlich. Ja, ich sag ehrlich, vielleicht hast du den verwechselt mit einem anderen guten Auto, aber Bro, ich dachte, das war jetzt ja nix gewesen. Also, da merkt, wann sind BMWs so schlecht? Bro, da merkt man aber auch einfach wieder, dass du gar keine Ahnung hast. Bro, man merkt leider, dass du gar keine Ahnung hast von GTA. Was laberst du, Junge? Oh, Junge. Leute, langsam funktioniert's. Langsam rastet der aus. So, ey, komm, hey. Stani, mach dir jetzt mal nichts draus hier. Ohne Spaß, Mann. Ja, entspann dich mal. Komm, jeder spawnt jetzt einfach schnell. So cool, jeder Alter, spawnt jetzt hier Zeit. Mal schnell einfach eins für sich, okay? Ja. Mach, entspann dich mal, Bro. Oh, okay. Oh, ja, Bro. Was hast du denn da? Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder ein Gott-Auto ziehen, ich sag dir ehrlich. Okay, ich mach mir jetzt hier mein Random Vehicle. 3, 2, 1 und. Oh, Lambo! Ja, und nicht. Oh, hä? Lambo ist krass, Bro. So, Stani, dann stell dich doch mal auf, mein Freundchen, jetzt hier. So, wir können auch gleich losfahren. Ich muss hier gerade noch schnell eine Sache hier gucken. So, und Bro, zwar. Was willst du denn gucken? Ja, alles gucken. Gut, Bro. Alles gut. So. Du bist eine Lachnummer, Bro. Das weißt du selber. Ah, okay. Ja, alles klar. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal gleichzeitig in 3, 2, 1. Let's go. Tschüss! Oh, oh! Ciao, Stani. Ich bin ja schnell. Ja, 1300. Nein. Ja, Bro. Nein. Guck mal, gleich fliege. Ja! Was hast denn du für ein OP-Auto? Ah, hab ich dir doch gesagt, du kleines Babychen.
So. Oh mein Gott. Und Stani fliegt einen neuen Rekord. Okay, okay, das war krass. Das war krass, Bro. Ich bin jetzt schon gelandet. Wir gucken mal bei Stani rein hier. Oh, guck mal, wo ich bin. Ach du heilige, Bro. Ich hab's dir doch gesagt, dass du das Auto nicht kanntest. Wundert mich nicht, weil du keine Ahnung von dir hast. Gut, okay, Leute. Das war sehr strong von Stani. Ey, Leute, ich hab gerade einfach mein Auto nochmal schneller gemacht und er war trotzdem weiter. Er hat gerade wirklich das absolute OP-Auto gehabt, aber alles gut. So, Stani, es steht 6 zu 4. Wir haben, ey, entspann dich, es steht 6 zu 4. Du wirst ein kleines Müll. Ja. Okay, ich nehme den Porsche, aber ich sag so, Bro, Porsche Power ist schon krass. Bro, ich habe hier einen SLS, aber ist egal. Falls du das Auto nicht kennst, das ist eins der besten Autos, aber okay. Machen wir mit deinem kleinen Mini-Porsche ein bisschen Action, ne? Okay, alles klar. Weißt du was, dann flieg du doch mal vor. Fahr mal vor, mein Freund. Fahr mal vor. Wir werden jetzt erstmal Stani zuschauen, damit wir wissen, wie weit wir fliegen müssen. So, wo fliegt der hin? Oh, Bro, wo fliegt der hin? Geht, Bro. Du wirst da irgendwo bei PD landen. Dreht er sich so komisch? So krass ist das jetzt hier auch nicht, ja, Bro. Nicht krass, nicht. Also, wenn das dein neuer Rekord ist. Bro, der. Oh, guck mal, ich dreh noch. Okay. Guck mal hier. Wisst ihr was, Leute? Dann werde ich jetzt mal hier angefahren kommen. So, Porsche Power, Porsche Power. Oh mein Gott. Ja. Bro, 1300. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Stani, du hast dich falsch entschieden. Bro, du hast dich. Bro, das. Ich flieg ins Sandy-Shores-Gebiet. Ich flieg über den Alamo-See. Ach du Heilige. Bro, ich flieg bis zu Mount Chiliad. Das gab's noch nie. Rekord. Rekord. Bro, was ist das denn für ein Gott-Auto? Ich bin auf Mount Chiliad gelandet. Das ist wirklich Gott-Auto, Bro. Das ist wirklich Gott-Auto. Oh mein Gott, Stani, absolut falsch entschieden. Ja. Mal wieder absolut falsch entschieden. 7 zu 4 steht's. Let's go, Leute, wir gehen zurück auf die Rampe. Ich wusste nicht, dass das so krass ist. Ja, Bro, hast dich halt falsch entschieden. Was soll ich sagen, Bro? Leute, ich habe an dem Auto nicht mal wirklich viel gemacht, aber das war ultra krass. So, Stani, dann lass mal wieder ein random Vehicle Battle machen. Jeder spawnt einfach eins für den Gegner, okay? Easy. Oh, danke, Stani. Ja, das ist doch sehr korrekt. Gut, dann jetzt hier random Vehicle und... Ah, so, da habe ich dir mal wieder was richtig Gutes gespawnt, Leute. Also Stani, es läuft heute einfach mal wieder nicht bei dir. Ja, du willst überhaupt fahren? Weil ich fahre jetzt mal los, ja? Ich fühl's schon mal vor. So, das wird doch ein easy win, Leute. Fährst du überhaupt mit deinem Rollstuhl da, oder... Ja, voll lustig. Ha, 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 ha. Cool. So schön über PD gelandet. So, bist du überhaupt schon losgeflogen oder? Ja, warte mal. Oder hebt dein Rollstuhl zu sehr ab, Bro? Ja, Bro, fühle ich einfach nicht so cool. Ja, Leute, okay, das also ist dann jetzt... Also sagst du, das ist jetzt Können gewesen, dass du jetzt mit, mich mit dem Rollstuhl besiegt hast? Bro, ja, das ist GTA-Können, weil ich die richtigen Autos spawn. Weil ich die richtigen Autos spawn, Bro. Alter. Ja gut, also steht jetzt 8 zu 4. Ich weiß nicht, Stani, wenn du jetzt hier mal öfter gewinnst, kannst du noch aufholen, ja? Also mach dir nichts draus. Ja, mach dir nichts draus. Nimmst du? Das Ding ist, eigentlich hätte ich den RGB genommen, aber wir haben ja vorhin gemerkt, dass die gar nicht so gut sind. Deswegen nehme ich hier den Königseck. Ja, großer Fehler wieder. Was? Großer Fehler. Nein, Bro, du bist ein Quatscher. Du bist ein Quatscher, Stani. Ich sag nur großer Fehler. Aha. Der Königseck ist nie... Bro, das Auto ist zwar ein LED-Auto, aber es ist immer noch... besser als der Königseck. Ja, gut, Stani. Okay, okay. Dann lass uns doch mal wieder schön zusammenfahren. 3, 2, 1, let's go. Oh. Okay, du bist schon sehr schnell. Oh. Du bist schon sehr... Aber, Bro, guck mal, wie ich an dir vorbeiflieg. Guck mal, wie ich an dir vorbeiflieg. Ja, okay, Bro. Bro, oh mein Gott, Stani. Ja, Bro, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier 9 zu 4. Checkst du das? Willst du auch mal wieder einen Punkt machen? Okay. Ja, willst okay, lass mich auch mal die Autos auswählen, du dummes Spieler. Ja, okay. Ja, ist so mal. Oh mein Gott, Leute, er wird langsam richtig sauer. Wisst ihr was? Wir lassen ihn jetzt die Autos auswählen. Wir werden natürlich trotzdem weiterfliegen, weil ich die Autos so krass modifizieren werde. Ab zur Rampe. Nee, aber ich sag dir auch ehrlich, Max. Ja? Du machst hier irgendwelche komischen Duelle, Bro. So ein, keine Ahnung, so ein OP. Bro, weißt du was? Guck mal, was ist das denn hier? Was ist das denn hier für ein Duell? Cullinan gegen Bugatti. Was ist das für ein Duell? Hä? Oder was ist das hier für ein Duell? Das ist doch komplett Lacher, Alter. Lass mich doch mal auswählen. Hä? Okay, Bro, weißt du was? Es steht 9 zu 4. Wir machen jetzt kein Random Vehicle Battle. Du darfst dich jetzt einfach mal entscheiden. Wenn du denkst, ja, du weißt, was besser ist. Und ich werde den Mazda hier nehmen. Ja, leider direkt schon wieder falsch entschieden. Was laberst du, Mann? Du hast dich leider direkt schon wieder falsch entschieden, Bro. Nein, hab ich nicht, Alter. Das ist eine alte S-Klasse, die ist richtig krass.
Bro, die ist Müll, ich kenn die. Oh nein. Ah, Bro, ich sag oh, nee, so, komm, wir machen zusammen. Wir machen zusammen. Du wolltest dich entscheiden. Wir machen zusammen. Hey! So, komm, wir fahren zusammen, Stani. Leute, ich werde egal mit welchem Auto, ich werde ihn sowieso jetzt besiegen. Let's go! Ja, Bro. Ey, du kannst ja nicht mal gerade ausfahren. Bro, was ist das für ein Müllauto, was du da hast? Ey, Bro, nee, also okay, weißt du was? Willst du dir ein neues bauen? Ja. Okay, du darfst jetzt sogar... Ja, guck mal, wie das Auto fährt, Bro, hier. Was sind das für Duelle, du, Alter? Hast dich ich hab dich entscheiden lassen. Ja, hier, ich spawn mir neu. Oh! Okay, okay, krasser Bugatti. Ja, gut, aber Bro, ich sag trotzdem, die S-Klasse ist krass. Ja, okay, S-Klasse gewinnt jetzt gegen Bugatti. Alter. Okay, 3, 2, 1, let's go, wir fahren. Warte. Achso, warte. Ja, warte, ich komm. 3, 2, 1, let's go. Tschüss. Ja, okay. Bro, guck mal. Ich hol dich. Yeah! Oh, Stani! Okay, Leute, jetzt werden wir hier ein bisschen die Jump- und Boost-Funktion aktivieren. Passt mal auf. Jump und Boost. Ah. Ja, okay. Was für ein Boost? Was hast du gerade gesagt? Boost? Ja, Bro, nee, ich hab gesagt, du boostest. Ich hab gesagt, du boostest so weit, wie du fliegst. Wo bist du denn? Bro, ich bin hier bei der Staatsbank. Ja, gut, okay. Ja, dann geht die Runde jetzt wohl mal an dich. Oh, dein kleiner... Ja, ich stand hier auf dem Highway. Oh, jetzt auf einmal habe ich jetzt, wo ich einmal ein richtiges Auto habe, habe ich gewonnen. Easy. Ja, okay, dann steht es jetzt halt 9 zu 5. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ah, Leute, ich habe mich gerade ein bisschen zu früh entmutet, der hat das mit Boost gehört. Deswegen mussten wir gerade die Runde verlieren. Nicht, dass das noch auffällt. Aber egal, wir werden ihn jetzt gleich noch komplett hops nehmen. Wir werden jetzt noch richtig übertreiben, Leute, bis er ausrastet. Ach, Stani, okay. Guck mal, es steht 9 zu 5. Du müsstest jetzt... Yeah. Alles gewinnen, um noch einen Ausgleich zu machen, okay? Kann ich kriechen. Ja gut, okay, dann kommt jeder spawnt ein Fahrzeug für sich selbst, okay? So dann, und okay. Eins. Oh! Oh, Stani, was ist denn da los bei dir, ein Transporter? Oh, hä? Ich hab gesagt, jeder spawnt eins, du kleiner Cheater. Eins, oder was? Ja, du hast eins gespawnt, das steht hier. Oh, Bro, jetzt hab ich gelöscht, Oh mein Gott, sorry, Mark. Bro, Stani, schade, dass du dir deine eigenen Regeln machst. Schade, sehr, sehr schade, Bro. Ey, Digga, hallo, nimm doch jetzt... Wie oft willst du noch spawnen, du ekliger Esel? So, komm, ich fahr jetzt vor. Leute, er ist so ein schlechter Verlierer. Wow, ist auch wieder ein Duell, was richtig cool ist. Er ist so ein schlechter Verlierer, Leute. Ey, ich komm weiter wie du. Nein, kommst du nicht. Guck mal, ja. Nein, Bro. Bro, ich will weiter wie du. Pass auf, ich werde jetzt trotzdem noch weiterfliegen, Leute. Was redest du? Oh! Nein! Ja! Nein! Ja, guck! Das kann doch nicht! Ja! Bro, das ist. Ja, super, ist mein Mikrofon nicht kaputt. Bro, was? Hast du jetzt gerade dein Mikrofon kaputt gehauen? Ey, ohne Spaß, Bro, das ist. Keine Ahnung, Mann, mit dir, Bro. Ich sag, ey, wenn du wieder cheatest, ne, ich zock mit dir nie wieder. Ich sag's mal ehrlich, wenn du wieder cheatest, ich zock mit dir nie wieder. Leute, der rastet hier richtig aus. Der rastet hier langsam richtig aus. Bro, ich kann doch nichts dafür, dass ich ein besseres Auto spawn als du. Ja, okay, lass mich jetzt hier das nächste Auto ausbauen. Warte, ich komm zur Rampe. Ja, komm jetzt her. Ey, Bro, du hast aber eigentlich verloren. Eigentlich darfst du jetzt gar nicht aussuchen. Ich nehm den Bugatti. Okay, weil ich so korrekt bin, darfst du dich entscheiden. Dann nehme ich jetzt hier den Ding. Ja. Dann nehme ich jetzt hier den Cullinan. So, ich will aber Bro, wenn ich dich jetzt entscheiden lasse, dann will ich hier nie wieder hören, dass ich nicht korrekt bin. Ja, alles gut. Okay, sehr gut. Gut, dann ist ja gut. So, dann sollen wir wieder... Komm, wir fahren wieder zusammen. Wir fahren wieder zusammen, Bro. Ja, wir fahren komm wieder mal zusammen. Her. Bro, mein... Also, wenn du das Auto besiegst, dann fress ich da. Gut, komm, dann stellen wir uns jetzt hier mal auf. 3, 2, 1 und let's go. Okay, er ist wirklich schnell, er ist wirklich richtig schnell. Aber es kommt ja auch, es kommt ja auch immer noch mal auf die Flugbahn an. Es kommt ja auch immer noch mal auf die Flugbahn an. Guck mal, oh, nach Sandy Shores. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Okay, Bro, okay. Aber eigentlich hättest du dich ja auch gar nicht entscheiden dürfen jetzt, ja? Aber ich lasse es mal so gelten. Und in Sandy Shores im Dings geflogen. Ja, gut. Oh, okay, Leute. Wasser. Ja, schön, dass du so gut geflogen bist. Na gut, da gehen wir mal wieder zurück. Also es steht jetzt mittlerweile, wie viel steht es? 9 zu... 9 zu... 8 steht es. 9 zu 8. 9 zu... Ich glaube nicht, dass es 9 zu 8 steht, Bro. Ich glaube nicht, dass 9 zu 8 steht. Aber weißt du was? Weil ich so korrekt bin, sagen wir 9 zu 8. Es ist okay für mich, Bro. Es ist okay. Ja, okay. Dann jetzt noch ein Random Vehicle Battle und dann kommen wir zum letzten Level. Ja, okay. Sehr gut. Gut, komm, dann machen wir jetzt einfach nochmal jeder spawnt 5 Fahrzeuge. Oh.
Jeder spawnt jetzt 5 Fahrzeuge. Nee, ich spawn nur das Auto. Das reicht mir, glaube ich. Okay, okay. Ich spawn trotzdem 5. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Oh, ich habe einen Rocket Voltic gespawnt. Das ist mir egal, Max, weil ich eine OP-Uhr habe. Ich habe einen Rocket Voltage Pro. Werden wir ja gleich sehen, ob du da gewinnen wirst gegen mich. Nämlich, ich glaube nicht. Ja, gut, gut, gut. Okay, Stani, weißt du was? Dann fahr du mal vor. Ich will jetzt erstmal dich beobachten. Ich will jetzt mal gucken, wie weit du fliegst, Bro. So, okay, Stani, fang mal an. Fang mal an, Bro. So, Leute, wir haben jetzt ja eh unsere Geschwindigkeit gecheatet. Ich habe nämlich 150 Beschleunigung eingestellt. Max wird so verlieren. Max wird so verlieren, Bro. Hey, Leute, er ist gemutet. Warum ist er gemutet, hä? Warum hat er sich gemutet? Egal, wir schauen ihm mal zu. 1600 km. 1600? Ja. Okay, das ist schon, strong, Bro. Das ist schon sehr strong. Ah, da kannst du mit der Rocket Voltage einpacken. Ja, ich glaube nicht, Bro. Ich glaube nicht. Okay, er fliegt da bis zur Bank, Leute. Bro, ich Rocket Voltage ist ein normales GTA-Auto. Trust, du kannst damit einpacken. Nein, Bro, der ist voll gut, ein Rocket Voltage, Bro. Beobachte mich. Beobachte mich ruhig. Bro, ist kein Problem für mich. Ich sag dir jetzt schon, mit dem Rocket Voltage wirst du sowas von verlieren, 100%. Warum denkst du das? Du wirst nicht weiterkommen wie ich. Ah, okay, okay, wir werden sehen, 3, 2, 1 und let's go! Und... Und... Ey, der ist ja echt voll schlecht! Bro! Der ist ja echt voll schlecht! Zack, 9, 9! Nein, okay, okay. Dann steht's jetzt 9-9, Leute. Und das Schlimme ist, Stani darf sich jetzt hier entscheiden, Leute. Das ist ja gar nicht gut. Oh, 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 Leute. Wir kommen jetzt nämlich zum letzten Level und er darf sich entscheiden. So, Stani, ja, du darfst dich jetzt hier entscheiden. Dann nimm halt den OP-Truck. Ja, war klar, dass du den... War klar, gut. Aber, Leute, ich sag mal so, wir werden Stani jetzt richtig zum Ausrasten bringen, weil ich werde jetzt so übertreiben. Leute. So lustig über mich gemacht, Alter. Das ist crazy. Ja, ja, okay, okay, Stani. Fühl dich bitte. Aber ich muss sagen, du hast dich leider falsch entschieden, Bro. Ja, ich muss kurz nachdenken. Du hast dich leider falsch entschieden. Hä? Leute, der mutet sich hier schon wieder. Warum mutet er sich? Ist der hier am Cheaten oder was? Egal, Leute, ich werde es hier so übertreiben. So, Stani denkt hier, er wird gewinnen. Aber ich sage euch ehrlich, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist jetzt hier. So, wir haben hier ein richtig krasses Auto getuned. Leute, ich habe jetzt wieder auf normal gestellt. Weil mit dem OP-Truck, ihr seht, warte, ich zeige es euch auch nochmal. Nehme ich hier die Geschwindigkeit bei dem OP-Truck. Warte, auf Multiplier ist jetzt wieder bei 100. Weil ich werde damit eh gewinnen. Ja, 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 okay, Max, ich fahr dann mal los, ne? Okay. Max, ich fahr los. Ja, dann fahr du mal los, wir werden dich jetzt mal beobachten. Das ist ein No-Brainer. Wir werden dich jetzt mal beobachten, Bro. Ja, ja, guck dir das an, Guck dir das an. Also, sorry, aber, Okay, okay, ja, der fliegt Junge, schon. Weißt du, wie du mich ausgelacht hast? Ja, gut, okay, er fliegt bald, er fliegt, Und ich fahr noch, Ja. Oh mein Gott! Ja, guter okay, guter Jumpy. Oh. Ja, ich sag so, Leute, das wird eine harte Nummer. Nee, das, ich glaube, du kennst ja nicht, das ist so ein neues Auto. Das kennst du, glaube ich, nicht. Ja, okay. Ich werde schön meine 1000 Euro jetzt einpacken und werde es mir gut gehen lassen, mein bester aller Jutster. Ja, gut, okay. Mein bester aller Jutster. Gut, ich werde jetzt auch kommen, ja? Und... Dann fahr mal. Oh, mein Gott! Bro! Hä? Bro! 2000 km/h! Oh mein Gott, ich flieg bis zum Mount Chiliad. Nee. Bro, ich lande auf dem Mount Chiliad. Ja, warum lachst du so eklig? Hä? Ja, Bro, weil du dich einfach mal wieder falsch entschieden hast. Kann ich ja auch nichts dafür. Ja, okay. Du mordest irgendwelche neuen Autos rein, alles klar. Also, Bro, du schuldest mir 1000 Euro, Stani. Du schuldest Digga, du kannst dir einen anderen für deine ollen Scheißaufnahmen suchen, ist mir egal. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Bro, hä, entspann dich doch jetzt mal hier. Bro, du hast gecheatet oder sonst irgendwas gemacht. Hau rein, Alter. Hä? Leute, der hat gerade den Discord verlassen. Leute, Stani ist richtig sauer. Aber ich würde sagen, wir haben ihn mal wieder zum Ausrasten gebracht. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crybags.